Ich wurde entführt. Diese Leute haben mich bedroht, mich gefoltert und angedeutet, dass sie mich bald umbringen wollen. Doch dann schenken sie mir dich. Jemandem, den ich mich anvertrauen konnte und der mir in meiner Zeit als Gefangener zum besten Freund wurde. Aber du gehörst noch immer zu ihnen. Was wirst du tun? Was wirst du ihnen über mich verraten? Und auf welcher Seite wirst du im Ernstfall stehen? Broken Trust. Eine Stixpen-Fanfiction von Pharaotix. Prolog. Hat alles soweit geklappt? Jawohl, Sir. Nummer 374 weist keine Symptome dafür auf, dass die Betäubungsmittel bleibende Schäden hinterlassen haben. Sehr gut. Sie haben meine Erlaubnis für jegliche Mittel, falls er nicht freiwillig mit uns in Kontakt treten sollte. Verstanden. Schön. Dann an die Arbeit. Nummer 374 sollte bald wieder zu sich kommen. Richtig. Und erlauben Sie sich dieses Mal besser keine Fehler. Und falls er nicht kooperieren sollte, bereiten Sie Nummer 0 vor. Wie bitte? Ich sagte, dann bereiten Sie Nummer 0 vor. Er genießt mittlerweile mein vollstes Vertrauen und erweist sich als durchaus nützlicher als Ihr nutzloses Pack alle zusammen. Bereiten Sie ihn darauf vor, mit Nummer 374 in Kontakt zu treten. Er wird uns früher oder später die nötigen Informationen beschaffen. Da bin ich mir sicher. Und jetzt wegtreten. Zu Befehl, Sir. Kapitel 1. Aufwachen fühlte sich an, als würde ich nach stundenlangem Baden in Eiswasser zum ersten Mal wieder atmen. Ich riss meine Augen auf, schnappte stoßweise und keuchend nach Luft. Mein ganzer Körper bebte und zitterte, ohne dass ich darüber Kontrolle hatte. Hektisch, wie ein Tier auf der Flucht, warf ich meinen Kopf umher. Zur Decke, den Wänden, dem Bettgestell, auf dem ich lag, zur Tür mir gegenüber. Unbekannt. Nichts davon ließ in mir ein Licht aufgehen, wo ich auch nur ansatzweise sein könnte. Ich bekam Angst. Wie war ich hier gelandet? War das eine Gefängniszelle? Würde ich hier wieder wegkommen? Meine Arme und Beine kribbelten fürchterlich. Sie fühlten sich taub an und es dauerte lange, bis ich wieder ein Gefühl in sie bekam. Probeweise probierte ich, meine Finger zu bewegen. Das klappte. Aber als ich mich aus dieser unbequemen Position hieven wollte, scheiterte ich. Erst da sah ich die Fesseln an meinen Hand- und Fußgelenken, die mich an meine Unterlage fixierten und jedes Wegkommen verhinderten. Kurz betrachtete ich sie mit Gedankengängen so zäh und träge wie Honig. Dann wurde mir meine Lage erst wirklich klar. Es half kein Zetern und sich gegen das harte Metall sträuben mehr. Ich war gefangen und verschleppt worden an einen mir völlig fremden Ort, alleine, und eine Flucht war unmöglich. Meine Atmung verschnellerte sich unwillkürlich wieder zu einem Hecheln und darauf sogar zu einem flehenden Winseln. Wie gerne ich mich jetzt zu einer tröstlichen Kugel zusammengerollt hätte, um den Albtraum wenigstens für Sekunden auszublenden. Stattdessen konnte ich nur gegen die verschmutzt starrende Zimmerdecke schauen, mich nur wenige Millimeter von meiner momentanen Position bewegen und die absolute Stille lauschen. Ich war mir sogar schon unsicher, ob ich nicht ertaubt war. Ah, hallo? Fragte ich mit kratziger Stimme, mein Hals so rau wie Sandpapier. Gott sei Dank, ich konnte noch problemlos hören und sprechen. Dafür musste ich jetzt husten. Lange würde ich ohne Wasser offenbar nicht mehr aushalten. Wie lange hatte ich geschlafen? Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was ich zuletzt getan hatte oder wo ich gewesen sah. Saufpartys sahen mir doch gar nicht ähnlich. One-Night-Stands noch sehr viel weniger. Warum wusste ich dann absolut gar nichts mehr und wer könnte so einen großen Hass auf mich haben, um mir das hier anzutun? Was auch immer ich getan habe. Es tut mir leid. Lass mich bitte hier raus. Bat ich verzweifelt, aber niemand schien mich zu hören. Schlimme Bilder brannten sich in mein Gedächtnis.
Bilder von Skeletten, die immer schön klischeehaft in jedem Horrorspiel der Welt auf den Krankenhausbetten lagen und den Spieler mit leeren Augenhöhlen und diesem irren Grinsen beobachteten. Wenn ich wirklich alleine war, würde ich eines Tages seltsam atmosphärisches Gruselaccessoire sein. Und dass es dann kein Game war, sondern Ernst. Todernst. Als gefühlt Ewigkeiten später, an denen ich geschrien hatte, bis mir Kehle und Lunge wehtaten, erst das Rasseln eines Schlüsselbundes zu hören war und darauf auch gleich das Öffnen der Tür, hätte ich beinahe aufgelacht vor Freude. Ich würde hier nicht verhungern. Gott sei Dank. Doch die zwei Männer, die eintraten, sahen nicht sehr freundlich oder vertrauenserweckend aus. Mit angehaltenem Atem sah ich sie näher treten. Nummer 374, stellte einer der beiden fest. Es war keine Frage. Trotzdem bestätigte sein Partner und notierte sich eifrig etwas auf einem Klemmbrett. Wo sind wir? Wer sind Sie und was haben Sie mit mir vor? Fragte ich mit bebender Stimme, erhielt aber keine Antworten auf meine Fragen. Auch nach dem Erwachen keine sichtbaren Schäden. Sprachzentrum unbeschädigt. Objekt hört auf den Namen. Jetzt fixierte er mich, der andere kritzelte dabei noch immer wie ein Weltmeister. Ich fühlte mich wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Stumm und flach atmend starrte ich zurück in das Gesicht über mir. Mit der Ohrfeige hätte ich nicht gerechnet. Der Schlag traf mich hart und unerwartet. Mein Herz setzte erschrocken kurzzeitig aus. Die Hand des Fremden legte sich schmerzhaft stark an meinen Kiefer und riss mich wieder herum, um den Blickkontakt wiederherzustellen. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, Nummer 374. Sag uns einfach deinen verdammten Namen und wir verschonen dich.« »Vorerst.« »Tim... Tim Bau«, haspelte ich eingeschüchtert und wurde wieder losgelassen. Mit aufgerissenen Augen sah ich den Typen nach, wie sie meinen Raum verlassen wollten. »Warten Sie! Warum bin ich hier? Bitte! Nur diese eine Frage!« Der, der mir ins Gesicht geschlagen hatte, drehte sich nur halb zu mir um. »Gewinn dir das ab. Wer fragt, lebt nicht lange, Nummer 374.« Er gab einen Wink mit seiner Hand, ehe er die Tür wieder schloss, und sofort hörte ich ein neues, lautes Geräusch von überall aus den Wänden. Wie ein starkes Luftgebläse. Nur, dass es keine Atemluft war, die das Zimmer zu fluten begann. Kapitel 2. Die nächsten Stunden waren grässlich. Ständig schwankte ich zwischen Ohnmachtsanfällen und Halluzinationen, so dass ich nicht wusste, wann ich mir Dinge einbildete und wann ich wieder klarer im Kopf war. Andauernd glaubte ich, im nächsten Moment ersticken zu müssen. Vor meinen inneren Augen sah ich da meine größten Ängste vorbeiziehen. Tiefe Gräben, die mich verschlingen wollten, während ich auf eine nur Zentimeter dünne Planke balancierte. Monster und verrückte, bewaffnete Irre, die mich verfolgten. Mein Arm, ausgeweitet mit starrem, glanzlosem Blick, mein kleiner Bruder, der von einem Auto angefahren worden war und in meinen Arm verblutete. Ich wollte das nicht. Ich wollte doch nur aufwachen aus dieser kranken Scheiße. Stopp. Stopp, bitte. Ich halte das nicht länger aus, rasselte ich irgendwann flach, während sich durch die Anstrengung mein ganzer Kopf wabbelig anfühlte und meine Sicht verschwamm. Doch mit meiner Kapitulation hörte auch endlich das Dröhnen der Turbinen hinter den Wänden auf. Schwach hustend harrte ich aus, bis die mit Drogenstoff angereicherten Dämpfer abgezogen waren und wieder Sauerstoff den Weg in meine Lungen fand. Durch ihn fühlte ich mich nach der Tortur von eben wie neugeboren. Die Tür quietschte, dann trat einer der Männer von vorhin wieder ein. Vorsichtshalber trug er einen Mundschutz. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen und seine Augen blickten unfreundlich auf mich herab. »Du weißt, warum du hier bist?« Ich schüttelte wahrheitsgemäß so gut es ging meinen Kopf. Hätte ich das doch nicht gemacht. Ein Schnipsen von ihm reichte.
Dann glaubte ich, mein Körper würde explodieren. Während der elektrische Strom durch meinen Körper rann, verlor ich jedes Gefühl in mir. Es mochten nur wenige Sekunden gewesen sein, doch es fühlte sich um einiges länger an. Teilnahmslos kippte mein Kopf zur Seite. Spucke triefte aus meinen Mundwinkeln. Meine Arme und Beine zuckten sogar noch immer durch den Schock. Aufhören. Ich wollte doch nur, dass es aufhören sollte. Dass diese Folter ein Ende hatte. Was sollte ich getan haben, um das zu verdienen? Wieder riss der Mann meinen Kopf herum, um direkt mein Gesicht zu fixieren, aber da vor meinen Augen alles verschwamm, war es mir unmöglich, auch nur einen Moment lang den intensiven Blickkontakt zu erwidern. Stromstärke verringern! Wir brauchen ihn bei Verstand und nicht gegrillt! Er sprach mit niemandem Bestimmten. Doch mittlerweile war ich mir sicher, dass es Kameras und Mikros gab. Überall und dass sie alles aufnahmen, was sich hier abspielte. Sie konnten eines Tages vielleicht meine Rettung sein. Doch bis zu diesem Tag waren sie meine Gegner, weil jemand am anderen Ende auf Knopfdruck über mein Leiden entschied. Und es gar nicht mehr abzuwarten schien, mir den nächsten Stromschuss zu verpassen. Ich spürte beinahe schon die dünnen Kabel innerhalb meiner Hand- und Fußfesseln erregt Funken sprühen. Was habe ich gemacht? Was wollen Sie von mir? Fragte ich tonlos und mit betäubter Zunge, die sich durch die Nachwirkung des ganzen Trubels wie ein fleischiger Fremdkörper in meinem Mund anfühlte. Es schien trotzdem verständlich genug gewesen zu sein, und mir war es egal, ob das jetzt sogar zwei Fragen auf einmal gewesen waren. Nur keine Elektroschocks mehr. Doch endlich erhielt ich Antworten von dem Typ. Und die waren alles andere als erfreulich. No, du hast nichts verbrochen, falls du das glaubst. Außer vielleicht der Sohn deines Vaters zu sein. Und du solltest uns als unsere Geißel sogar ein paar Millionen einbringen. Er sah sich kurz um, als suche er nach eventuellen Zeugen, die sich in meinem Raum versteckt haben könnten. Dann kam er mir noch näher. Ich konnte bereits seinen ekelhaften Tabakatem riechen. Andererseits, falls er nicht zahlen sollte, hätten wir auch kein Problem damit, dich über einen Livestream zu foltern. Dieses Mal haben wir alle Möglichkeiten zu unserer Verfügung. Sag schon mal Goodbye zu deinen Fingern und Zehen. Ich garantiere für nichts. Wie ein verrückter Lachen richtete er sich wieder auf und ging. Ich lag wie vom Donner gerührt auf meiner Pritsche. Erpressung, Entführung, Körperverletzung, Verstümmelung. Sag Goodbye zu deinen Fingern und Zehen? Nein, ich musste hier raus. Weg, bevor es so weit kommen konnte. Aber die Handschellen waren noch immer so unnachgiebig wie zuvor. Egal, wie heftig ich mich wehrte. Ich probierte es trotzdem weiter, bis ich keine Kraft mehr hatte. Niemand kam noch in das Zimmer und keine unangenehmen Überraschungen erwarteten mich. Dafür wurde mein Hunger immer größer und mein Hals immer rauer durch die Trockenheit in ihm. Wie spät es jetzt wohl war. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Doch trotz aller Verwirrung, Panik und Schmerzen fielen mir irgendwann die Augen zu. Kapitel 3. Sie haben mich gerufen? Ah, Nummer 0. Sehr gut, sehr gut. Bitte komm näher zu dem Bildschirm. Kowalski meinte, ich solle aus jemandem Informationen herauskitzeln. Richtig, hier, der ist es. Nummer 374. Sieht nicht sonderlich bedrohlich aus, Sir. Warum ist er hier? Sein Vater ist ein sehr einflussreicher Mann und hat in unseren Geschäften herumgeschnüffelt. Jetzt haben wir ein Druckmittel, aber wissen kaum etwas über die privaten Verhaltensweisen von Herrn Bau Senior. Das ist deine Aufgabe, Nummer 0. Bring seinen Sohn zum Reden. Verstanden. Geben Sie mit 2 Wochen Sir und Nummer 374 wird mir aus der Hand fressen. Wie ist sein richtiger Name? Tim. Wann soll ich zu ihm? Sobald er wieder aufgewacht ist. Bis dahin werden wir noch mit ihm spielen. Die Videoaufnahmen sollen schließlich echt wirken. Er soll aussehen, als hätte er die Hölle auf Erden erlebt.
Woran denken Sie, Sir? Das Gas von vorhin hatte durchaus interessante Auswirkungen. Denk an den Mundschutz, bevor du seinen Raum betrittst. Zu Befehl, Sir. Kapitel 4. Ich war mir sicher, dass sie mich nicht allzu lange warten lassen würden, bis sie wieder eines ihrer Geräte einschalteten, um mir Schmerzen zuzufügen. Meine Träume bestätigten mir meine Vermutung. Mitten im Schlaf fuhr ich schweißgebadet auf. Bis auf ein paar rotleuchtende Lampen hatten sie das Licht gedämmt und die Lüftung lief wieder auf Hochtouren. Ich atmete gequält auf und warf mich auf der Liege hin und her, halb nachträumend, halb hellwach und verängstigt. Dazu kam plötzlich blecherne Geräusche aus allen Richtungen, als kletterte etwas oder jemand durch riesige metallene Schächte in den Wänden. Aber wenn das stimmte, war das Ding übermenschlich schnell. Beinahe im Sekundentakt erklang es Klappern aus einer anderen Richtung. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Verzweifelt versuchte ich, den Bewegungen mit meinem Blick zu folgen. Vergebens. Ich bekam Todesangst. Es erinnerte mich an die Xenomorphs aus diversen Spielen und Filmen. Menschengroße, außerirdische Echsen mit langen, dornbewehrten Schweifen und einem unstillbaren Hunger auf Menschenfleisch. Die hatten auch in den Lüftungsschächten gelauert. Tim, beruhig dich. Das ist nur in deinem Kopf. Das passiert nicht echt. Das sind wieder die Dämpfe, die mir den Verstand rauben. Aber egal wie sehr ich versuchte, mich wieder zu beruhigen, mein Puls wollte und wollte nicht abklingen und mein Atem ging nur noch stoßartig und abgehackt. Dann wurden nach ein paar weiteren Minuten plötzlich das Licht wieder angeschaltet und ich unterdrückte mühevoll einen erschrockenen Aufschrei. Vor meinen Augen tanzten schwarze Sonnen und grenzten meine Sicht stark ein. Die Ventilatoren schalteten sich ab und die Tür wurde geöffnet. Trippelnde Schritte auf dem stumpfen Metallboden. Ich will nicht mehr, murmelte ich müde und flehend mit zusammengepressten Augen. Ich halte das nicht aus. Bitte lass mich frei. Du bist Tim? Die klare Kinderstimme riss mich aus meiner unterwürfigen Haltung. Erschrocken schaute ich auf und sah einen Jungen mit demselben Mundschutz, wie ihn vorhin schon die Männer getragen hatten, vor meinem Bett stehen. In seinen Händen hielt er einen Teller mit Obst und ein Glas Wasser. Aus großen blaugrünen Augen, die unter seiner blonden Haarmatte und einem auffälligen Brillenrahmen hervorlunzten, schaute er mich schüchtern an. War das ein Scherz? Oder ein weiterer Streich meines unter Drogeneinfluss stehenden Gedächtnisses? Der Kleine kam schüchtern noch näher. Der Geruch nach Äpfeln zog zu mir herüber und erinnerte mich daran, wie hungrig ich eigentlich war. Gierig starrte ich auf das Essen. Bei dem Anblick konnte ich mich auch gut und gerne dazu durchringen, zu glauben, dass das Ganze hier gerade echt passierte. Also nickte ich. Und wer bist du? Der Junge zuckte ein wenig zusammen. Sein langer Pony fiel ihm in die Stirn und in die Augen. Oh, ich heiße Stegi, meinte er überrascht, als sei er es gewohnt, normalerweise von allen übergangen zu werden. Nervös und unsicher zupfte er sich an der Stoffbahn vor seinem Mund herum. Und auch ich wurde skeptisch. Warum war er jetzt bei mir? Man hätte mir jeden für das Essen schicken können. Stattdessen bekam ich den vermutlich nettesten Menschen von hier ab. Zu nett. Das war ziemlich sicher eine Falle. Aber andererseits, solange er das Obst hatte, konnte ich mich auch noch mit ihm gutstellen. Kann ich das bitte haben? Das sieht echt lecker aus, bat ich ihn und er kam sofort eifrig nickend näher. Den Teller stellte er neben mich ab, doch selbst so kam ich wegen der Fesseln nicht dran. Das fiel auch Stegi auf und da biss ich nachdenklich auf die Unterlippe. Eigentlich dürfte ich das nicht. Muss sonst alle immer füttern. Kann ich mich auf dich verlassen, dass du mich nicht schlägst und wegrennst? Dann mache ich dich ausnahmsweise los. Ich mag es nicht, allen das Essen einflößen zu müssen. Die Kameras sehen das nicht, wenn du mich losmachst, fragte ich verwundert. Dass es welche gab, wusste ich mittlerweile sicher.
Eine klemmte jedenfalls in der Ecke links über meinem Bett und filmte direkt auf mich. Stege schüttelte den Kopf. Während der Essenszeiten nicht. Nur wenn die was an euch testen wollen oder in der Nacht, damit ihr nicht weglauft. Aber bitte tu mir nichts. Ich tu dir auch nichts. Versprochen. Das war die optimale Gelegenheit, wenn er die Wahrheit sagte. Dann würde ich ihn einfach überwältigen, nachdem ich mich gestärkt hatte, und danach abhauen. Selber schuld, wenn die so kleine, schmächtige Leute als Bringdienst einstellten. Ich wollte hier nicht eine Sekunde länger bleiben. Es kostete mich viel Geduld, den Kleinen nicht zu drängeln, denn er stellte sich ziemlich ungeschickt an beim Umgang mit dem winzigen Schlüssel. Aber als die Handschellen schließlich doch aufsprang, war ich ihm doch dankbar. Die Haut unter dem breiten Metallstreifen war gereizt und aufgeschürft, und es tat gut, wieder die Gelenke frei bewegen zu können. Ohne weiter nachzudenken, krapschte ich nach den liebevoll geschnittenen Apfelstücken und schlang sie in mich hinein. Stegi wandte den Kopf ab und starrte geduldig an die Wand gegenüber. Mit Sicherheit sah er jeden Tag Leute mit üblen Manieren, wenn ich das richtig verstanden hatte und ich nicht der einzige Gefangene hier war. Der Mundschutz hatte er abgenommen und geistesverloren spielte er mit den dünnen Gummiseilen. Ob er mich trotzdem aus den Augenwinkeln sehen konnte. Denn eine bessere Gelegenheit, um ihn kurzzeitig für meine Flucht aus dem Gefecht zu setzen, würde sich vermutlich nicht bieten. Ich besah mir den leeren Teller in meinen Händen. Das würde scheppern und laut sein, aber besser, als dass Stegi die ganze Station zusammenbrüllte. Gerade hob ich das Geschirr an, um es auf den Kopf des Blondchens sausen zu lassen, als er sich zu mir herumdrehte und mich erschrocken ansah. Stumm ließ ich meine Arme wieder sinken. In Stegis Augen traten Tränen. Sorry, murmelte ich. Ich konnte es nicht durchziehen. Nicht, wenn er mich so traurig ansah. Wolltest du das gerade wirklich machen? Fragte er und stand vor meinem Bett auf, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich folgte ihm. Den Teller hielt ich weiterhin fest umklammert. Nicht, wenn du mich gehen lässt. Nochmal halte ich es hier keinen Tag lang aus. Aber wie erwartet hielt er mich fest. Nein, nein, du musst dich dringend wieder hinlegen. Wenn Nummer Null gleich herkommt und sieht, dass du nicht mehr gefesselt bist, werden sie dich noch schlimmer foltern. Tatsächlich hörte ich auf, mich zu wehren und schaute Stegi fragend an. Nummer Null? Wer ist das? Er ist ein böser Mensch. Er wird versuchen, dein Vertrauen zu gewinnen und Informationen von dir zu sammeln. Das soll er oft machen. Hör nicht auf ihn, auch wenn er nett scheint. Verdattert nickte ich und ließ mich von dem Kleinen zurück zu meiner Liege führen. In dem Moment, in dem die Fesseln wieder einrasteten, hörten wir ein mehrstimmiges Piepsen und der Blonde schaute nervös zu der Kamera auf. Glück gehabt, flüsterte er. Dann sagte er lauter, heute Abend bekommst du wieder Essen. Schnell schnappte er nach allem, was er mitgebracht hatte, und verließ hastig den Raum. Ließ mich alleine und in Furcht vor dem Mann, den er als Nummer Null angekündigt hatte. Kapitel 5. Keine Minute später bekam ich dann auch schon Nummer Null zu sehen. Ein hochgewachsener Typ im schicken Anzug, der mich freundlich anlächelte. Allerdings die Tür hinter sich wieder abschloss, bevor er näher trat und einen vorsorglich mitgebrachten Mundschutz in seinen weiten Taschen verschwinden ließ. »Hallo, junger Mann. Du musst Tim sein, nicht wahr? Tut mir leid, dass man dich so ruppig behandelt hat. Eigentlich hatte das Ganze gewaltloser ablaufen sollen. Ja, ich habe mit den Zuständigen auch schon ein ernstes Wort gesprochen. Wenn sie dich in Zukunft wieder quälen sollten, dann sag es mir einfach bei meinem nächsten Besuch, okay?« Mir wurde mulmig. Es war, wie Stegi gesagt hatte. Ohne ihn hätte ich diesem Herrn vermutlich ohne Fragen zu stellen Glauben geschenkt. Aber jetzt fiel mir entsprechend leicht auf, dass seine Höflichkeit zu steif war, um überhaupt nur irgendwie echt zu sein. Und auch seine zuvorkommende und übervorsichtige Art gewann an Bedrohlichkeit. Er wartete scheinbar noch immer auf eine Antwort, also nickte ich schnell. »Okay, danke«,
murmelte ich noch hinterher. Das Bettgeschnell knarzte leicht, als das zusätzliche Gewicht darauf Platz nahm. Noch immer schaute er mich an, so intensiv, dass er mich so röntgen schien. Ich musste unwillkürlich hart schlucken. Können Sie mich bitte losmachen? Es ist nur so unangenehm, die ganze Zeit aufzuschauen. Wagte ich einen schwächlichen Versuch einer Rechtfertigung. Aber Nummer Null schüttelte traurig seinen Kopf. Sogar jetzt schien er mich keine Sekunde aus den Augen zu lassen. Irgendwie gruselig. Das ist leider eine unumgängliche Sicherheitsmaßnahme. Das wirst du sicherlich verstehen. Irgendwann vielleicht, aber wir beide hoffen doch natürlich, dass es zu so einer langen Zeit für dich hier nicht kommen muss. Nicht, Tim? Er gab zwei kurze Laute von sich, die entfernt nach einem gekünstelten Lachen klangen, und schlug die Beine übereinander. Irgendwie wurde er mir immer unsympathischer. Die Männer von vorhin haben gesagt, dass sie meinen Vater pressen wollen, fing ich stockend an, als sich Stille zwischen uns immer weiter ausbreitete. Nummer Null lächelte noch immer, ermutigte mich zum Weitererzählen. Sie haben mir angedroht, dass ich meine Finger verlieren werde, wenn Dad nicht mitmacht. Mein Gegenüber schnalzte mitleidig und strich mir mit seiner linken Hand über den Kopf. Das wird nicht geschehen, keine Angst, mein Junge. Ich werde ab sofort ein Auge auf dich haben und dann kann dir keiner was. Ich wünschte mir, er würde mehr Abstand zu mir halten. Doch stattdessen tätschelte er mich jetzt sogar noch wie einen treuen Hund. Ich lächelte gequält. Dankeschön, das wäre nett. Geschätzt eine halbe Stunde blieb der Mann noch bei mir und versuchte immer wieder betont freundlich das Gespräch aufrechtzuerhalten. Aber meine Zweifel blieben und wurden sogar noch stärker. Nummer Null war nicht der, der er vorgab zu sein. Ich war so gut wie möglich allen Fragen ausgewichen und hatte mich gehütet, etwas über mich oder meine Familie zu enthüllen. Doch ebenso wenig wusste ich bisher offiziell den Namen des Kerls. Er hatte sich schließlich weder vorgestellt, noch war er innerhalb unserer Konversation gefallen. Jetzt stand er gerade auf, verabschiedete sich und ging auf die Tür zu, als ich mir ein Herz fasste. »Wie heißen Sie eigentlich?« rief ich ihm zu und sah ihn über seine Schulter lächeln. »Wenn du mich brauchst, dann frag einfach nach Nummer Null. Dann werde ich dich so schnell wie möglich wieder besuchen kommen. Ruhe dich jetzt aus, Tim. Bis morgen.« Kapitel 6. »Sir?« »Ah, Nummer Null. Und was kannst du mir berichten?« »Ich glaube, der Junge beginnt mir zu vertrauen. Er braucht vor allem jemanden, der ihn ablenkt vom Rest hier. Verlassen Sie sich auf mich. Ich weiß, was ich tue.« »Schon irgendwelche Ergebnisse, Nummer Null?« »Nein, Sir, aber ich darf jetzt nichts überstürzen, sonst durchschaut er den Plan. Nummer 374 ist nicht dumm.« »Beeil dich. Ewigkeiten können wir nicht gefahrlos behalten, ohne die Aufmerksamkeit der gesamten Regierung auf uns zu ziehen.« »Sir, wie ich doch schon sagte, widersprichst du mir?« »Nein, Sir.« »Gut. Ich gebe dir die zwei gewünschten Wochen und danach will ich alle Informationen, die man aus ihm herausquetschen kann. Und wenn nicht diplomatisch, dann eben mit Gewalt.« »Denken Sie, dass das weise ist?« »Ich weiß, dass es im Notfall funktioniert und zwar besser als alles andere. Und jetzt geh mir aus den Augen!« »Verstanden, Sir.« Kapitel 7. Nach einem halben Tag, an dem sie wieder das Gas eingeschaltet hatten und mich in meinem Sumpf aus unangenehmen Gefühlen und Empfindungen hatten wandern lassen, kam Stegi wieder. Er blieb an der Wand stehen, rümpfte seine Nase unter dem Mundschutz und schien unsicher, ob er gefahrlos näher zu mir treten konnte. Das Abendessen, das er mitgebracht hatte, duftete köstlich. »Entschuldigung, dass ich dich heute früh attackieren wollte. War falsch von mir gewesen.« Entschuldigte ich mich bei ihm.
Als ich am Funkeln seine Augen sah, dass er mir beinahe augenblicklich schon vergeben hatte, regte sich Mitleid in mir. Ohne dass ich ihn genau erkannte, konnte ich mir gut vorstellen, wie er von anderen gegängelt und geschubst wurde und sonst kaum Beachtung fand. Schade eigentlich, dass er an einem Ort wie diesen gekommen war. »Wie war dein Treffen mit Nummer Null?«, fragte er vorsichtig nach. Ich konnte nicht anders, als belustigt zu schnauben. »So wie du gesagt hast. Ich habe mich ihm nicht anvertraut. Er scheint tatsächlich etwas zu verbergen.« Stegi zog den Schutzstoff nach unten und schenkte mir ein Lächeln. Schnell setzte er sich neben mich und zeigte, was er mitgebracht hatte. Kleine gehacktes Klößchen und Kartoffeln. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, aber anstatt mich vom Bett loszumachen, kramte der Junge kurz in einer Tasche um seine Hüfte und holte ein Set aus Plastikbesteck hervor und begann mit blässlich rot angelaufenen Wangen das Essen klein zu schneiden. Ich beobachtete ihn verwundert einige Sekunden und begann dann ein wenig hin und her zu wackeln, um mir seine Aufmerksamkeit zu sichern. »Hey, Stegi, du brauchst mich nicht füttern. Mach mich los, ich esse schnell selber.« Der blonde Junge hielt inne, warf mir einen raschen Blick zu und seufzte. »Du wolltest mir wehtun beim letzten Mal«, murmelte er und schnitt weiter, aber irgendwie langsamer und noch demotivierter als zuvor. »Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich das nicht wieder mache. Bitte nur 5 Minuten die Fesseln öffnen«, bettelte ich weiter und spürte ein schlechtes Gewissen in mir hochkommen. Ich nutzte ihn aus. Ihn, seine Gutgläubigkeit und die Tatsache, dass er scheinbar zu kaum etwas befugt war und nicht einmal die Sicherheit der Kameras besaß. Aber auch ich hatte Gefühle und das Bedürfnis nach Freiheit. Und sei es nur, um in Ruhe mein Abendessen einzunehmen. Schließlich rieb Stegi sich müde über die Schläfen, kramte nach den Schlüsseln und erfüllte mir meinen Wunsch. Dieses Mal aß ich auch deutlich gesitteter und betrachtete den Jungen ab und zu von der Seite. Er wirkte irgendwie blässlich, als sei er krank oder dauerhaft wegen etwas furchtbar nervös. Und mich störte seltsamerweise seine Brille. Sie wirkte zwar von Weitem einigermaßen passend, aber für das kleine Gesicht meiner Meinung nach viel zu groß. Sie drückte ihn und sein Selbstvertrauen. »Tim?« Ich schreckte auf. Offenbar hatte ich ihn angestarrt und dabei vergessen, weiter Gabel um Gabel zu meinem Mund zu führen. Peinlich. Ich habe mich nur gefragt, wie du wohl ohne die Brille aussehen würdest. Stammelte ich und merkte erst im Nachhinein, wie idiotisch das klang. Und auch Stege schüttelte so kräftig seinen Kopf, dass seine Haare wild um ihn peitschten. »Du willst dich wegschleichen, richtig?« schätzte er mit verschränkten Armen, und nun war ich es, der verneinen musste. »Siehst du etwa kaum was ohne die?« hakte ich nach. »Blind wie ein Maulwurf«, kam die Bestätigung dumpf zurück. Aber nachdem diese fixe Idee in meinen Kopf entstanden war, wollte ich sie so gerne umgesetzt sehen. Also legte ich mich zurück auf die dünne Matratze und ließ eine der Handschellen wieder einrasten. »Vertraust du mir jetzt, dass ich nicht wegrennen werde?« Stegis Wangen liefen noch röter an, als sie überhaupt schon waren. Dann griff er zögernd oben und unten an die Gläser und zog das Gestell beiseite. Leise staunte ich. Er sah gleich ein ganzes Stück verändert aus. Erwachsener. Nicht so eingeschüchtert, wie er immer meine Zelle betrat. Mir gefiel der neue Stegi, aber ihm vermutlich nicht. Oder er war es nicht gewöhnt, von jemand anderem so lange und intensiv gemustert zu werden. Jedenfalls wandte er seinen Blick ab und richtete hastig die Brille wieder. »Ich muss jetzt weiter, sonst fällt den anderen auf, dass ich zu lange bei dir war. Ciao, Tim, bis morgen. Ich wünsche dir eine gute Nacht.« Er verschloss noch rasch die restlichen Fesseln wieder und huschte dann nach draußen. Ich glaube, ich fing an, ihn zu mögen. Kapitel 8. Unglaublicherweise schlief ich heute ruhiger als in der letzten Nacht. Vielleicht hatte Nummer 0 doch mit den Leuten geredet, die das Ganze hier per Knopfdruck steuerten. Jedenfalls bekam ich keine Schocks verpasst, kein Giftgas zum Atmen und auch nichts anderes, das meine Träume störte. Fast zu schön, um wahr zu sein, wenn man daran dachte, in welcher Lage ich mich hier befand. Der erste Besuch am nächsten Morgen war wieder Stegi, aber
Gleich als er die Tür betrat, wusste ich, dass etwas anders war. Schnell presste er einen Finger vor seinen Mund, als ich ihn begrüßen wollte, schielte zu der Kamera und seufzte. Dabei sagten seine Schultern traurig nach vorne. »Guten Morgen, Nummer 374«, begrüßte er mich mit einem monotonen Singsang, kam mit dem Obstteller zu mir und machte Anstalt, mir die Stückchen einzeln vor den Mund zu halten. »Was ist?« flüsterte ich so leise wie möglich und erntete einen erschrockenen Blick. »Iss einfach«, befahl er mir, und mit murmeligem Blick fixierte ich die auf der Plastikgabel aufgespießte Weintraube. Warum waren heute sämtliche Geräte eingeschaltet? Sollten die Mahlzeiten nicht unbeobachtet ablaufen? Außer sie beobachteten eines ihrer Experimente. Dann war das Frühstück heute ein Experiment? Hatte man das Obst vergiftet, bevor man es zu mir gebracht hatte? Ich bekam Panik, weil das Obststück noch immer knapp vor meinem Mund baumelte. Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich Stegi an und schüttelte wild den Kopf. Wenn er eingeweiht war, spielte er seine Rolle gut. »Iss jetzt, Nummer 374. Du brauchst es!« beharrte er an seiner abweisenden Stimmlage von vorhin, aber seine Augen huschten unruhig hin und her, um so vielleicht herauszufinden, warum ich das Essen verweigerte. »Vergiftet«, formte ich mit meinen Lippen, hoffentlich so unauffällig, dass es der Kamera nicht auffiel. Stegi zuckte zusammen, besah sich den Teller und seinen Inhalt genauer und schüttelte den Kopf. »Magst du das lieber?« Er piekste stattdessen ein Mangostück auf und beugte sich weiter zu mir runter. Seine Haare verdeckten sein Gesicht wie ein Vorhang. »Ist es nicht«, flüsterte er leise zurück. »Aber das hieß gar nichts. Die Leute konnten es auch ohne sein Wissen mit irgendetwas gespritzt haben, was mir Qualen bereiten würde. Oder meinen Körper nach und nach innerlich sterben ließ. Ob man geschnittenes Obst überhaupt noch spritzen musste? Da reichte doch sicherlich auch schon bloße Aussetzung unter giftigen Gasen.« Entschlossen wandte ich mein Gesicht zur Seite. »Bitte, Tim«, bettelte Stegi und vergaß sogar weiterhin, seine Rolle zu spielen. Zitternd öffnete ich meinen Mund, ließ mir die Mango einflößen und spuckte sie allerdings sofort wieder aus, direkt auf dem Metallboden der Zelle. »Oh«, gab der Kleine ein gepresstes Geräusch von sich, und ich brauchte es nicht nach dem Warum zu fragen. »Begeben Sie sich bitte in sicheren Abstand zu Nummer 374. Hallte es verzerrt durch einen Lautsprecher an der Wand, und Stegi stand hastig auf und presste sich an die Tür am Ende des Raumes. Sein Teller hielt er so fest umklammert, als wäre er ein Rettungsrennen auf Seenot. Und ich wusste bereits, wie sie mich für Ungehorsam bestraften. Dieses Mal dauerte der Elektroschock nur 2 Sekunden. Aber er fühlte sich noch qualvoller als der erste an. Ich bäumte mich, soweit es ging, auf und schrie vor Schmerzen, warf meinen Kopf herum und spürte kurz darauf eine warme Flüssigkeit an meine Schläfe herunterrinnen. So ruckartig es begonnen hatte, so plötzlich hörte es auch wieder auf und schwer atmend brach ich aus meiner verqueren Haltung auf dem Bett zusammen. Aus einer Zimmerecke hörte ich Stegi schluchzen. »Danke, bitte die Mahlzeit fortführen«, waren die letzten Worte durch den Lautsprecher. Dann knackte es einmal laut und die Verbindung war unterbrochen. Mein Kopf pochte dumpf an der Stelle, an der er eben ungebremst auf die Liege getroffen war. Bestimmt blutete ich dort auch. Mir wurde leicht schwindelig und meine Sicht verschwamm ein Stück. So sah ich Stegi erst, als er wieder zitternd auf meiner Bettkante saß und erneut versuchte, mir das Essen zu füttern. Diesmal dachte ich nicht weiter über ein Wenn und Aber nach. Gehorsam folge ich seinem Beispiel. Allerdings passte ich auf, alles nur ganz wenig zu kauen und so bald wie möglich herunterzuschlucken, was nicht selten in einem Hustenanfall endete. Stegi biss sich unentwegt auf seine Unterlippe. Tränen flossen über seine Wangen und seine Finger bebten so stark, dass er mehrmals beinahe meinen Mund verfehlte. Es war noch mehr als die Hälfte meines Frühstücks übrig, als hinter uns die Tür aufgerissen wurde und die 2 Männer von gestern eintraten. »Scher dich raus!« schnauzten sie Stegi an, dann ängstlich nickte und sofort das Weite suchte. »So, und jetzt zu dir.« Kapitel 9. Mein Vater war ein Mann der Prinzipien.
Ich hätte schon jetzt genauestens sagen können, dass er mich aus diesem Rattenloch nicht freikaufen würde. Er ließ sich nicht erpressen, mit nichts und niemandem. Vielleicht hätte er ein ganzes Land voll Menschen geopfert, wenn das Resultat seinen Vorstellungen entsprach. Ich hätte es in die Kamera schreien können, dass sie ihre Millionen niemals sehen würden. Aber als sein Sohn hatte er mir diese Sturheit scheinbar auch vererbt. Aus meinem Mund würde jedenfalls kein Wort über ihn kommen. Und das, obwohl sie mich stundenlang vernahmen, schlugen, mit Schocks Füße machen wollten und mir noch sehr viel Schlimmeres androhten. Ich blieb standhaft. Sie fragten nach seinen Gewohnheiten, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten er wo anzutreffen sei oder wann er sich ohne Security alleine bewegte. Ja, mein Vater besaß sogar eigene Schutzmänner. Eben weil er ein spitzfindiger Mensch war und seine Nase viel zu oft viel zu weit in Angelegenheiten steckte, die ihn genau genommen nichts angingen. Mutter und ich hatten verbal ab und zu darunter gelitten, wenn Abmahnungen kamen oder Leute, die sich in Briefen beschwerten. Aber noch nie hatte jemand höchstpersönlich Hand an uns gelegt und uns mit unserem Leben bedroht. Während der eine abseits wartete und die ganze Zeit eilige Sachen auf seinem scheinbar heißgeliebten Klemmbrett notierte, war der andere weniger zimperlich. Ihm machte die Sache offenbar sogar größten Spaß. Wenn dein Alter nur erst die Aufnahmen sehen wird, werden die Dollars fließen. Es wird ihm ein für alle Mal eine Lehre sein. Aber werden wir dich überhaupt wieder freilassen? Wer weiß, auf einen Arm mehr oder weniger kommt es doch im Nachhinein auch nicht mehr an. Er lachte dreckig und ich wurde unvorsichtig. Meine Wut überwältigte mich und bevor ich mich zügeln konnte, spuckte ich dem Mann über mir ins Gesicht. Angewidert zuckte er zurück und unterbrach sich. »Schau dir das an, Henry! Die kleine Ratte wehrt sich!« Er wischte sich über das Gesicht, dann zog er eine Spritze aus seinem Gürtel und hielt sie gegen das Licht. Die Flüssigkeit darin war hellblau und falls sie mich einschüchtern sollte, verfehlte sie leicht ihre Wirkung. Das Zeug sah beinahe aus wie Wasser. »Du lächelst! Das werde ich an deiner Stelle nicht tun. 3 Tropfen und deine Beine werden dich aufgrund von Muskelversagen keinen Meter mehr weit tragen. 5 Tropfen und du kannst deinen Lebtag nicht mehr aus dem Krankenbett. Der gesamte Inhalt!« Er hielt die Spannung und schaute süffisant zu mir herunter. 30 Tropfen reichen mehr als nur aus, um dich innerhalb von einer Viertelstunde langsam und allmählich ersticken zu lassen. Wie ironisch, an deiner eigenen Spucke. Tod bringst du uns nichts, aber irreversibel Leben fällt in die legale Grauzone. Na dann, sag brav auf Wiedersehen. Langsam senkte er die Spritze auf meine Haut hinunter und beobachtete beinahe genüsslich meine Reaktion. Schon seitdem es mit Reden begonnen hatte, war ich nicht mehr die Ruhe selbst. Panisch versuchte ich, mich unter der Nadelspitze wegzuwinden, aber der Mann packte einfach meinen Oberarm und hielt ihn mit eisernem Griff still. »Nein, nicht! Stopp! Stopp!« kreischte ich verzweifelt, zappelte wie ein Fisch am Land unter ihm und versuchte, seinen Arm von mir wegzupressen. Unmöglich, dafür war der Kerl viel zu stark. 3 Zentimeter. Meine Schnappatmung kehrte zurück und mein Herzschlag stieg ins Unermessliche. 2 Zentimeter. Aus meinem Mund drang winselnde Laute und ich kniff die Augen zusammen. Die Spritze berührte mittlerweile meine Haut. Es fühlte sich an, als wolle meine Brust aufplatzen, so sehr pumpte es darunter. Nie wieder laufen können. Sofort anhalten! Was fällt Ihnen ein, Kowalski? Weg von dem Patienten! Sofort! Ich hätte nicht gedacht, jemals so früh über das Auftauchen von Nummer 0 zu sein. Ich riss die Augen wieder auf und sah die beiden Männer in einem Handgemenge über mir, indem es dem Neuankömmling schließlich gelang, die Oberhand zu ergreifen, um meinem Peiniger die Griffspritze aus der Hand zu schlagen. Ein Tropfen löste sich noch im Flug, ehe das den Klappern auf dem Boden auftrat und außerhalb meiner Sichtweite rollte. »Gehen Sie und lassen Sie meinen Patienten in Zukunft in Frieden!« schimpfte Nummer 0 und wartete, bis der Klemmbrettkerl namens Henry mit seinem Kollegen verschwunden war. Dann lächelte er mich erleichtert an. »Da war ich wohl gerade so richtig hergekommen«, bemerkte er und setzte sich keuchend an das Fußende. Ich nickte dankbar und schaute zu dem Teller mit dem bereits fleckig braunen Obst darauf. In ein Stück der Birne, auf die die Chemie getroffen war,
hatte sich ein tiefes, schwarz gerändertes Loch gefressen. Kapitel 10. Nummer 0. Was soll die Eile? Sir, für das Wohlergehen von Nummer 374 fordere ich, Kowalski aus dem für ihn zuständigen Personal zu nehmen. Und warum sollte ich das tun? Ich habe mit angesehen, wie er den jungen Venus-Wagenextrakt infizieren wollte. Dieser Giftstoff ist laut den Gesetzen nicht zulässig. Eine falsche Dosierung kann leicht zum Tod führen. Beruhig dich. Der Mann ist, wie du weißt, ein Profi, wenn es um Pflanzengifte geht. Außerdem habe ich die Behandlung angeordnet, wenn er nicht aussagt. Sie haben was? Bei allem Respekt, das ist verantwortungslos. Und Sie haben gegen Ihr Versprechen von 2 Wochen Schonzeit verstoßen. Von Schonfrist war nie die Rede, Nummer 0. Du solltest sein Vertrauen gewinnen. Schön, das kannst du auch, wenn der Querschnitt gelähmt ist. Überleg dir gut, wie du mit deinem Fortgesetzten sprichst. Aber, Sir, du entwickelst doch hoffentlich keine freundschaftlichen Gefühle zu Nummer 374. Nein, natürlich nicht, Sir. Alles andere wäre inakzeptabel für mich. Du solltest es besser wissen, als sich den Forschungsobjekten hier anzuvertrauen. Werde ich nicht, Sir. Aber eine Bitte hätte ich trotzdem, damit mein Plan gelingt. Die wäre? Bitte lassen Sie die Kameras und Mikrofone ausgeschaltet, solange ich bei ihm bin. Ich garantiere Ihnen, dass er nicht fliehen wird. Ungern. Enttäusche mich nicht. Verstanden. Dankeschön, Sir. Kapitel 11. Die Stunde mit Nummer 0 war schneller rumgegangen als erwartet. Er hatte keine Fragen gestellt, sondern sich heute nur darum gekümmert, dass ich mich wieder beruhigte. Und das hatte ich wirklich gebraucht. Innerlich war ich selbst jetzt Stunden danach noch am Zittern. Nur Sekundenbruchteile hatten mich von einer dauerhaften Behinderung getrennt. In diesem Moment war es mir sogar egal gewesen, ob der Mann normalerweise mein Feind war oder nicht. Er hatte mich gerettet. Und dafür hatte ich zumindest einige seiner Fragen von gestern beantwortet, die nicht meinen Vater oder meine Familie betrafen. Nur das, was früher oder später eh ans Licht gekommen wäre. Simple Sachen wie mein Lieblingsessen, meine Hobbys und mein Lieblingssportverein konnte man schließlich schlecht gegen mich verwenden, oder? Gegen Abend schlich Stegi sich wieder in meinen Raum. Hallo Tim, geht's dir gut? Alles okay soweit, danke. Die Kameras sind wieder aus. Wahrscheinlich waren sie heute früh nur schon mal vorsichtshalber wegen Henry und dem anderen an. Den ganzen Tag hatte ich Angst davor, dich wirklich vergiftet zu haben, obwohl ich eigentlich wusste, dass das Essen gut war. Beinahe schon selbstverständlich befreite er mich und tröstend zog ich ihn in eine Umarmung. Warum wusste ich nicht so recht, aber es fühlte sich richtig an. Der Kleine schien ein wenig überrascht, erwiderte aber nach kurzer Zeit. Spontan lächelte ich. Ohne jemanden wie ihn hätte ich es hier vermutlich nicht ausgehalten. Vollkommen alleine, umgeben von Menschen, die mir allesamt letztendlich Übles wollten. Bei Stegi hatte ich das Gefühl seltsamerweise nicht. Er war mit Sicherheit wie ich ein Topfer des Terrors hier. Kein Verursacher. Erst als er aufschluchzte, merkte ich, dass er weinte. Hastig löste er sich von mir und fuhr sich mit seinen Ärmeln über die Augen. Aber zum Leugnen war es zu spät. Was ist denn los, Stegi? Warum bist du so traurig? Er schniefte geräuschvoll. Beiden Leuten von hier geht das Gerücht um, dass der Mann namens Kowalski dich umbringen wollte. Stimmt das? Wie vor den Kopf gestoßen, schaute ich ihn an. Was sollte ich ihm sagen, ohne ihn noch verzweifelter zu machen, als er ohnehin schon war? Erstmal wieder in den Arm nehmen und weiter trösten, wie auch immer bei meinem kleinen Bruder. Wollte er nicht, erklärte ich dann. Die brauchen mich doch noch. Stegi schluckte die letzten Tränen herunter. Dann schenkte er mir ein schiefes Lächeln unter seiner großen Brille hervor. Ich erwiderte glücklich. So saßen wir eine Weile da, bis der Blonde mich interessiert von der Seite ansah. Ich weiß noch gar nicht, warum du hier bist. Sonst kriege ich immer Infos wie, halt dich von dem möglichst fern. Oder der wird versuchen, dich zu beißen. Oder rede kein Wort mit dem da.
Bei dem haben sie mir gar nichts gesagt. Warum halten sie dich hier fest? Unsicher schaute ich auf meine überschlagenen Beine. Wegen meinem Vater, begann ich vorsichtig. Aber Stegi fragte gar nicht mehr weiter. Oh, tut mir leid für dich. Sag mal, Nummer 0 hatte von mir verlangt, dass ich dir ab sofort abends Hühnchen machen soll. Stimmt das so? Hakte er nach. Seine Finger rieben dabei nervös am Saum seines Oberteils herum. Ich schnaubte belustigt. Um Gottes Willen. Nicht jeden Tag. Aber vielleicht ab und zu mal. Er hat recht, das esse ich echt gerne. Seine Augen leuchteten auf und hastig flitzte er zur Tür. Dort stoppte er aber ertappt, drehte sich mit hochrotem Gesicht um und schlurfte zurück. Sorry, aber das muss sein, murmelte er, während er nach einem Handgelenk von mir griff und es zu den Fesseln führte. Wenn es jemand herausfindet, dass ich dich losmache, dann kriege ich schlimmen Ärger. Ich beeile mich auch mit dem Essen. Bis gleich, Tim. Mit einer Mischung aus Belustigung und Mitgefühl schaute ich ihm nach. Stegi war schon ein kleiner Sonnenschein an einem so düsteren Ort. Ohne es zu merken, hatte ich freundschaftliche Bande zu ihm entwickelt. Auf nichts freute ich mich mehr am Tag, als ihn zweimal zu sehen und mit ihm ungezwungen erzählen zu können. Auch wenn es nicht lange oder sonderlich intensive Gesprächsthemen waren, machte es mich glücklich, jemanden wie ihn in dieser Hölle zu kennen. Kapitel 12. Nummer 0. Was gibt es? Es ist mitten in der Nacht. Das interessiert mich nicht. Wie geht es voran mit Nummer 374? Nach einer Woche endlich mal nennenswerte Fortschritte? Es ist alles bestens. Warum müssen Sie das jetzt fragen, Sir? Kann das nicht noch bis morgen warten? Nein, dass du von uns verlangst, während deiner Zeiten bei ihm keine Ton- und Bildmitschnitte machen zu dürfen und jetzt trotzdem keine Ergebnisse lieferst, geht mir jetzt entschlossen zu weit. Es braucht halt Geduld, um Vertrauen zu erzeugen. Morgen früh versuche ich noch einmal, mit ihm über Besagtes zu reden. Das wird vermutlich nicht nötig sein. Ich habe angeordnet, den Patienten vor dem Schlafengehen ein Medikament zu verabreichen. Wenn es Wirkung zeigt, wird es uns bis morgen Erkenntnisse über deine Arbeit liefern. Was? Warum bist du so überrascht? Es hat dich noch nie so lange gedauert, deine Arbeit zu erledigen. Natürlich werde ich da schnell ungeduldig. Was wird mit ihm passieren, wenn es wirkt? Wenn wir Glück haben, dann... Eintrag gelöscht. Nein! Ich bin es leid, meine Hoffnung in dich gesetzt zu haben, nur um jetzt von deiner Unfähigkeit enttäuscht zu werden, Nummer 0. Die Nacht wird den Beweis liefern, ob deine Bemühungen Früchte tragen oder nicht. Wegtreten! Nein! Wie bitte? Was fällt Ihnen ein, an meinen Patienten herumzufuschen? Haben Sie bedacht, wie lange ein erneuter Versuch dauern könnte, wenn Sie zu solchen Mitteln greifen? Nummer 0! Sie haben nach mir verlangt und Sie wollten, dass ich auf meine Art und Weise mit ihm verhandle. Noch habe ich eine Woche Frist und ich werde die Informationen liefern. Nummer 0, das reicht jetzt. Ich habe dir lang genug freien Raum gelassen. Ja, Sir. Ich habe dich nicht ganz verstanden. Jawohl, Sir. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Wegtreten. Eine gute Nacht noch. Kapitel 13. Als ich aufwachte, wirkte die Welt um mich herum seltsam schwammig und verzerrt. Stöhnend kniff ich die Augen mehrmals zusammen und rieb mir mit den Handballen über mein Gesicht, als das nichts half. Verdutzt hielt ich inne. Keine Fesseln mehr. Auch meine Beine waren nicht länger angekettet. Dafür hörte ich jetzt das laute Dröhnen der Ventilatoren in den Wänden, so stark wie nie zuvor. Es klang, als liefen sie seit Stunden ohne Pause und würden bald durch die Dauerbelastung zerbersten. Wenn das so weit war, wollte ich nicht anwesend sein. Also schwang ich mich aus dem Bett, balancierte mich so gut wie möglich aus und schleppte mich zur Tür. Sie klemmte ein wenig, doch nachdem ich ein wenig daran gerüttelt hatte, ließ sie sich knarzend öffnen. Ratlos wanderte ich durch die leeren Flure außerhalb meiner Zelle. Die Sirenen und die sich drehenden rotblinkenden Notlichter überall drangen nur gedämpft zu mir durch. Hier musste es irgendwo einen Ausgang geben.
Mein Kopf dröhnte noch immer dumpf und mein Puls fühlte sich unendlich verlangsamt an. Schwankend tastete ich mich an der dicken Metalltür und Wänden und Geländern entlang, als ich hinter mir eilige Schritte und Stimmen hörte. Zum Weglaufen oder Verstecken war es bereits zu spät. Doch sie waren nicht hinter mir her. »Bitte machen Sie Platz! Es ist ein Notfall!« rief mir der Mann an der Spitze des sechsköpfigen Teams in den Arztkitteln zu, die alle nacheinander an mir vorbeistürmten und mich in ihrer Hektik an eine Seite des Flures pressten. In ihrer Mitte boxierten sie eine abgedeckte Trage. Das helle Laken war übersät mit dunklen Flecken. Einer der Typen stolperte auf meiner Höhe unsanft und durch den Rucksack eine bleiche Hand unter dem Stoff hervorrutschen, bevor sie sorgsam wieder bedeckt wurde. Mir wurde eiskalt und mein Magen drohte sich umzudrehen. Es war eine Kinderhand gewesen, klein mit weicher und makelloser Haut. Und ich wusste von nur einem Menschen, der sich hier aufhielt und so jung war. So schnell ich in meinem benebelten Zustand konnte, lief ich dem Zug mit dem Verletzten nach. Ich musste mir sicher sein, und ich hoffte so sehr, dass ich falsch lag. Meine Seiten taten mir vor dem Sprint weh. Ich holte viel zu unregelmäßig neuen Atem. Doch der Weg war nicht mehr sehr weit und bald schon verschwanden die Männer hinter einer der unzähligen Türen. Sie vergaßen sogar, den Raum hinter sich abzuschließen. Vorsichtig lugte ich um die Ecke nach drin. Überall nur die herumhassenden, vergilbt-weißen Kittel. Zum Glück schien mir niemand Beachtung zu schenken, als ich mich noch weiter durch den Spalt in das Zimmer schob und schließlich ganz eintrat. Noch lag die Decke auf der Trage und verhüllte den Körper darunter. Aber von der Größe her begann meine Theorie, meinen Gedanken zu schlimmen Ausmaßen anzuwachsen. Bitte nicht. Lass es irgendjemand anderes sein, aber nicht ihn. Der Hauptarzt zog sich quälend langsam seine Latexhandschuhe an, murmelte noch ein paar schwer verständliche Worte zu seinen Kollegen und entfernte dann mit einem Ruck das blutgetränkte Laken. Mein gesamtes Inneres wurde von grausigen Krämpfen gepackt. Stegi war kaum noch als er selbst zu erkennen. Sein Oberkörper war aufgerissen worden, seine Kehle wie von gewaltigen Raubtierkiefern zerfetzt. Sein Gesicht war mir in einer verquerten Position zugewandt und seine großen Augen fixierten daraus weit aufgerissen und starr einen unendlich fernen Punkt neben mir in der Wand. Seine letzten Lebensmomente mussten entsetzlich gewesen sein. Trotzdem, er war es. Für mich war kein Zweifel daran möglich. Stegi? Oh Gott. Stegi, nein. Warum? Warum? Flüsterte ich aufgewühlt, stürzte vor ihm auf die Knie und tastete nach seinen eiskalten Fingern. Wie konnte das sein? Weinend kniff ich die Augen zusammen. Es war unmöglich. Vorhin noch war er Crick lebendig gewesen, hatte mir das Essen vorbeigebracht. Wir hatten gescherzt und beinahe noch darüber die Zeit vergessen. Er konnte nicht tot sein. Ich begann zu schluchzen. Mehrere Hände zogen mich rückwärts, zogen mich von ihm weg, weg von meinem Freund, schlangen sich um meine Schultern und meinen Brustkorb, damit ich mich nicht wehrte. Alles schien mir zu entgleiten. Ich verlor jedes Gefühl von Zeit und Orientierung. In meinem Kopf blitzten einzelne Bildfetzen auf, ohne dass ich mich an sie erinnern oder sie bemerken konnte. Nur eines blieb dominant in meinen Gedanken. Stegi war tot. Stegi war tot. Er war getötet worden und würde mich nie wieder besuchen kommen. Sich nie mehr neben mich sitzen, mich anlächeln, sich seine langen Haare aus der Stirn streichen oder mich beim Essen aus klugen, großen Augen beobachten. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Vor meinen geschlossenen Lidern begann ein Lichtstrahl aufzuflackern. Ich blinzelte und wusste sofort, wo ich war. Das war mein Raum. Über mir waren die Neonlampen und die schmutzige Zimmerdecke, alles so wie immer. Aber wo war Stegi? Ich wollte mich aufrichten, doch die Armfesseln hinderten mich daran. Immer weiter rüttelte ich an ihn und scheuerte mir an den Kanten meine Haut auf, bis sich ein Schatten über mich beugte. »Tim, ist alles gut? Dein Traum muss ja furchtbar gewesen sein.« Es war Nummer Null. Durch seinen Anblick trafen mich die Erkenntnisse aus meinem Traum mit voller Kraft. »Die Fesseln«, stöhnte ich und der Mann schüttelte irritiert den Kopf. »Das geht nicht, Tim, das weißt du doch. Erzähl mir bitte erstmal nur kurz«,
beharrte ich und stieß auf. Der Geschmack von bitterer Galle erfüllte meinen Mund und Nummer Null verstand. 2 Sekunden später hing ich halb neben meiner Pritsche und kotzte mir die Seele aus dem Leib. Stegi, der kleine, sonst so oft glückliche Junge. Aufgeschlitzt wie ein geschlachteter Schweinekadaver. Rot glänzend, leblos. So kalt. Zitternd ließ ich mich zurück auf das Bett fallen und atmete flach. Nummer Null versuchte währenddessen scheinbar vehement etwas in meinem Ausdruck zu finden. Aber sichtlich ohne Erfolg. Erzählst du mir von deinem Traum? Was ist passiert? Es war furchtbar, stammelte ich, dann richtete ich mich mühsam wieder auf. Wo ist Stegi? Das Frühstück kann noch warten. Bitte sag mir, wo ist Stegi? Schrie ich ihn an und versuchte an ihm vorbei einen Blick zur Tür zu erhaschen. Nummer Null rang nach Worten. Dann ließ er seltsam endgültig seinen Kopf hängen. Ich werde ihn herbringen, Tim. Kapitel 14. Es dauerte keine 5 Minuten, bis Stegi verschlafend seinen Kopf durch meine Tür streckte. Tim, warum rufst du mich denn? Fragte er müde blinzelnd. Ich hielt es kaum so regungslos aus. Hätte man mir auch die Fußfesseln gelöst, wäre ich schon lange auf ihn zugestürmt. Stattdessen winkte ich ihn näher und holte die kräftige Umarmung nach, als er neben mir saß. Noch immer zitterte ich am ganzen Körper und schluchzte jetzt auch wieder, da ich wusste, dass es nur ein Traum gewesen war. Ein böser Albtraum, so realistisch er auch gewirkt hatte. Der Kleine stellte keine Fragen, sondern hielt mich nur fest, während ich meinen Kummer vertrieb, um der Erleichterung Platz zu machen. Ich hatte solche Angst, gestand ich ihm irgendwann mit tränenden Augen. Ich dachte, du wärst... Es hatte sich so echt angefühlt. Versprich mir, dass du vorsichtig bist. Bitte, Stegi. Er verstand und nickte. Seine Hände krallten sich unerwartet heftig in meinen Rücken, als wolle er mich nie wieder loslassen. Und ich empfand genauso. Wenn ich die Chance erhielt, von ihr abzuhauen, dann würde ich Stegi mitnehmen. Er hatte etwas Besseres verdient, als für lauter Folteropfer und deren gewissenlose Peiniger den Butler zu spielen. Ich würde dafür sorgen, dass er die schöne Welt da draußen kennenlernte. Dass er wieder wusste, wie sich Sonne, frische Luft und richtiges Wasser anfühlten. Wir könnten ein Wochenende ans Meer fahren. Er hatte mal nebenbei erwähnt, er wisse nicht, wie Muscheln aussehen. Zusammen würden wir ihm einen ganzen Korb Muscheln sammeln, wenn wir erst einmal dort waren. Tim, hast du schon Hunger? Ich machte schnell dein Frühstück und kam dann wieder. Nuschelte der Blonde meine Halsbeuge und holte mich zurück ins Hier und Jetzt. Noch konnte ich nicht träumen. So saßen wir beide in diesem Rattenloch fest. Okay, danke, flüsterte ich, öffnete meine leicht brennenden Augen wieder und sah Nummer Null im Türrahmen lehnen. Er warf uns einen ungläubigen und irgendwie abgeneigten Blick zu, doch als er spürte, dass er ebenfalls beobachtet wurde, löste er sich und verschwand schnell in den Schatten von draußen. Stegi musste meine plötzliche Anspannung bemerkt haben. »Ist was, Tim?« Ich drückte ihn ein Stück von mir, schaute ihn an, versuchte mir jedes Detail genauestens einzuprägen. »Pass bitte nur gut auf dich auf, wenn dir etwas zustoßen würde.« Ich beendete meinen Satz nicht. Dafür weiteten sich seine großen Murmelaugen überrascht. »Bin ich dir wirklich so wichtig?« »Auf jeden Fall, Stegi. Ohne dich wäre ich lange schon durchgedreht«, antwortete ich ihm ehrlich. In seine Wangen schoss das Blut und er schaute leicht beschämt zu Boden. »Oh, ich muss jetzt los. Bis gleich.« Und schon war er aufgesprungen und schloss die Tür hinter sich. Kapitel 15. »Sir?« »Ich bin beeindruckt. Er mag den Jungen.« »Dürfte ich. Er mag seine Unschuld und verabscheut uns dafür, dass wir ihn wie eine lästige Mücke behandeln. Er setzt ihn sogar gleich wie einen jüngeren Bruder.« »Sir!« »Was ist denn?« »Ich bitte um die offizielle Erlaubnis.
Ich meine, Nummer 374 die Handschellen abzunehmen, solange ich mit ihm in einem Raum bin und mit ihm rede. Wozu? Er soll denken, dass auch wir ihm genug vertrauen. Hast du denn bereits irgendwas vorzuweisen, was er dir erzählt hat? Ja, Sir. Na dann, raus mit der Sprache. Ich habe erfahren, dass sein Vater seinen Prinzipien treu bleiben wird, was auch immer wir tun werden. Und das bedeutet Nummer 0. Fass dich kurz, ich habe mich den ganzen Tag Zeit. Er wird uns keinen Cent zahlen, Sir. Das werden wir ja noch sehen. Spätestens, wenn wir ihm einen Livestream von der Folter zeigen können, wird er seine Meinung ändern. Wird er nicht. Hast du wieder Worte, Nummer 0? Nein, ich denke nur realistisch. Warum sollte Nummer 374 uns anlügen? Damit wir mit ihm nur schneller und schmerzhafter umspringen? Das wäre absurd. Und trotzdem denkbar. Du sagtest doch, dass er clever ist. Das könnte ein Trick sein. Sir, bei allem Respekt, fang endlich an, deine Trumpfkarten auszuspielen. Seine Gehirnströme zeigen es eindeutig. Er hängt an dem Jungen. Nutze diese Tatsache oder wir experimentieren weiterhin an ihm. Verstanden, Sir. Ich weiß genau, dass er dich nicht kalt lässt, Nummer 0. Kapitel 16. 5 Minuten später war Stegi auch schon mit dem Obstteller da. Er sah wieder so blass aus. Kein Wunder eigentlich, wenn man so lange Zeit wie er in diesem Gebäude verbrachte. Mittlerweile war ich mir ziemlich sicher, dass wir uns irgendwo unterirdisch befanden und der Gefangenenkomplex riesig sein musste. Nur von anderen Insassen hatte ich noch nie etwas gehört, außer bei unserem ersten Zusammentreffen, bei dem der Blonde mehrere weite Versuchspersonen angedeutet hatte. Er hatte garantiert den ganzen Tag zu tun und kaum Zeit für eine Verschnaufpause. Kein Wunder also, dass er so kränklich aussah. Aber ich wollte das ändern, sobald wie nur möglich und ihm eine lebenswerte Zeit schenken. Weit weg von hier, irgendwo, wo sie uns nicht finden würden. Bitteschön, dein Frühstück, schnaufte er, ließ sich neben mir fallen und schaute mit seltsam leerem Blick an die Wand gegenüber. Ich hielt inne, senkte meine vollbeladenen Hände wieder und betrachtete ihn von der Seite. Alles okay bei dir? Willst du etwas abhaben? Stegi schüttelte den Kopf, hob leicht die Mundwinkel und seufzte dann aber. Ich bin nicht hungrig, aber nur kaum geschlafen heute Nacht. Und mir hat Nummer 0 in der Küche nachgestellt. Hat er dir etwas getan? Nein, nein. Er hat nur irgendwie komisch gewirkt. Und mir befohlen, auch außerhalb der Essenzeiten bei dir vorbeizuschauen. Aber er sah nicht glücklich dabei aus. Ich verschluckte mich beinahe am ersten Obststück und hustete mit tränenden Augen. In meinem Kopf begann es zu rattern und dampfen und schlussendlich zu klicken. Nummer 0, der Informationen über mich sammeln sollte, der Erste gewesen war, der nach meinem Albtraum an meinem Nachtlager gesessen hatte, der mich und Stegi so seltsam verletzt gemustert hat und dem Kleinen jetzt befohlen hatte, noch länger bei mir zu verbringen. Er brauchte Wissen über meinen Vater. Ich hatte mich Stegi anvertraut. Nummer 0 würde ihn benutzen wollen, um so an mich heranzukommen, nachdem ich einen einfachen Handlanger ihm vorgezogen hatte. Wenn es nach seinen Plänen gegangen wäre, hätte ich mich ihm statt dem Blonden nach der letzten Nacht in den Hals werfen und ihm alles erzählen sollen. Ich hatte meinen Freund in Gefahr gebracht, weil ich nicht aufmerksam genug gewesen war. Tim? Ich packte Stegi an den Schultern und schaute ihn ernst an. Nur nicht verzweifeln, Mut zu sprechen, optimistisch denken. Dann würden wir es schaffen. Hör mir zu, was auch immer passiert. Erzähle Nummer 0 nichts über meinen Vater. Das ist wichtig, verstehst du? Ich glaube, er benutzt dich oder will dich zumindest noch als Köder verwenden. Du bist hier nicht mehr sicher, das ist alles meine Schuld. Aber ich werde eine Lösung finden, versprochen. Ich werde uns... Plötzlich stockte ich. Mich überkam das Gefühl von kleinen, wachsamen Augen in meinem Nacken. Und als ich mich langsam umdrehte, bestätigten sich meine Befürchtungen. Es war nicht mal lange Frühstückszeit. Die Kameras liefen wieder. Und die Mikros ebenfalls. Erschrocken schlug ich mir meine Hände vor den Mund. Doch das machte die Worte nicht ungeschehen.
Der eben noch wieder aufgemunterte Junge vor mir folgte meinem Blick zu dem kleinen roten Lämpchen an der Kamera und erstarrte. Jetzt hatte ich ihn noch weiter mit reingeritten. Wenn Nummer Null noch nicht selbst auf diese Idee gekommen war, würde er sich jetzt hundertprozentig in Erwägung ziehen. Verdammt, verdammt, verdammt! Sanfter als erwartet schlang Stegi seine Arme um meine Hüfte und brachte mich zurück in die Gegenwart. Sein Kopf vergrub er an meiner Halsbeuge, wo er, um sich zu beruhigen, mehrere tiefe Atemzüge nahm. Vorsichtig strich ich ihm über den Rücken. So leicht wollte ich mich nicht geschlagen geben. Sie mochten uns heute noch foltern. Na gut, geschenkt. Aber ich beschloss, keine Nacht länger mehr zu warten und in Angst leben zu wollen. Stegi besaß die Schlüssel zu den Fesseln und meiner Tür. Und bestimmt kannte er sich hier unten auch gut genug aus. Abends zum Essen filmten sie nicht mehr. Wir würden gemeinsam fliehen. Heute noch. Und niemals wiederkommen. Kapitel 17. Stegi sah mir noch beim Frühstücken zu. Dann schnappte er sich hastig den Teller, verschwand wortlos und ließ mich alleine. Man sah ihm an, dass er Angst hatte. Vor den Konsequenzen, dass er mich vor den Kameras von den Fesseln befreit hatte. Oder davor, dass ich Nummer Nulls Plan durchschaut hatte. Vielleicht hatte er auch Angst um mich, aber nach dem heutigen Abend war hoffentlich Schluss damit. Wir würden erfolgreich sein. Ich musste es mir einreden, denn jeder andere Ausgang wäre fatal. Nicht nur für mich, sondern für uns beide. Bis wieder ein mir bekanntes Gesicht meinen Raum betrat, vergingen Stunden. Irgendjemand schien es für nötig empfunden zu haben, die Giftgaslüftung wieder einzuschalten, um mich mit Bildern des Horrors zu quälen. Was, wenn wir doch scheiterten? Wenn Stege den Weg nach draußen gar nicht kannte oder außerhalb meiner Zelle noch mehr Kameras auf uns warteten? Oder wir jemandem über den Weg liefen, der uns ohne zu zögern schwer verletzen würde? Trugen die Leute hier Waffen mit sich herum? Plötzlich sah ich Stegi zerfetzten Körper wieder vor mir, wie seine Augen glasig wurden und er sein Leben aushustete. Nein, das würde nicht passieren. Nicht, solange ich da war. Und zum ersten Mal gelang es mir, innerhalb des Drogennebels wieder Herr meiner Sinne zu werden. Ich habe keine Angst vor euch. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, knurrte ich bedrohlich. Und es wirkte. Die Ventilatoren verstummten allmählich und sauberer Luft drang in meine Lungen. Erleichtert nahm ich etliche tiefe Atemzüge. Bald hatte das alles ein Ende. Die Tür schwang knarzend auf und mein Herz stoppte kurz, als ich sah, wer in den Raum eintrat. Sein Gesichtsausdruck war niemals so kalt gewesen, da er trotzdem bisher immer versucht hatte, nett zu mir zu sein, obwohl ich ihm mit der Zeit immer mehr Antworten schuldig geblieben war. Nummer Null trat an mein Bett heran, stützte seine Arme auf das Fußende und beobachtete mich lauernd. So, du weißt also über alles Bescheid. Sehr bedauerlich. Ich mochte dich, Tim. Wusstest du das? Aber jetzt haben wir lange genug gespielt. Noch frage ich dich frei heraus. Wie wird dein Vater reagieren, wenn er weiß, dass wir dich entführt haben? Und wann ist er ohne Security anzutreffen? Wenn du uns antwortest, können wir dir vielleicht einen Großteil der Folter ersparen. Wie wär's? Könnten sie mich vielleicht losmachen? Nur für ein paar Minuten. Das Gaszeug. Verstehen Sie? Hustete ich mit flacher Stimme. Dann werde ich auch reden. Ich wollte mir nicht nachsagen lassen, dass ich nichts von dem Zwischenfall mit Kowalski gelernt hatte und es, wenn möglich, vorzog, die Möglichkeit zur Gegenwehr zu haben. Nummer Null sah ehrlich gesagt auch nicht aus, als könne er viele Hiebe einstecken, falls ich mich allzu hartnäckig wehrte und um mich trat und schlug. Und einen anderen Grund hatte ich außerdem noch. Tatsächlich nickte der Mann, machte mich vom Bett los und ließ mich aufstehen. Erleichtert schüttelte ich meine Handgelenke aus. Mir fiel es jetzt bewusst auf, wie sehr sie in den knappen 2 Wochen gelitten hatten. Rote Striemen und sogar dick angeschwollene Schnittstellen zogen sich parallel in meine Haut und begann zu pochen, als ich die Finger bewegte und sie zu Fäusten ballte. Und, was ist? Können wir jetzt Klartext sprechen? Ja, brummte ich und schaute mich Aufmerksamkeit um. Von einer Kamera wusste ich ja bereits. Nun galt es herauszufinden, ob es die einzige war und wo sich die Mikrofone befanden.
falls nicht sogar Ton und Bild vom selben Gerät aufgenommen wurden. Also dann, dein Vater, was wird er tun? Beharrte Nummer 0 störrisch, sein überschlagenes Bein wippte ungeduldig. Unbeeindruckt huschte mein Blick weiter. Da. Da war ein kleines, schwarzes Pünktchen über der Tür, verschmolz beinahe mit dem Schatten der Zimmerecke, aber ich war mir sicher. Mikro Nummer 1. Würde schwierig werden, aber ich sollte trotzdem drankommen. Ich warte, Tim. Doch ich ignorierte ihn weiter. Über meinem Bett eine zweite Kamera. Da noch eine in der Ecke rechts vor meinem Bett, die auf die Tür gerichtet war. Ein Mikro an einem der Bettstelzen. Das sollten sofort alle gewesen sein. Wenn noch welche unter meiner Pritsche waren, sollte es egal sein. Hauptsache, man merkte nicht sofort, dass ich fehlte. Zufrieden drehte ich mich um und erschrak, als ich direkt vor mir Nummer 0 sah. Grimmig packte er mich am Nacken und drückte seinen Daumen fest an meinen Hals. »Antworte, du kleine Ratte! Das war der Deal!« zischte er boshaft. Trotz meiner misslichen Lage musste ich mal lächeln. »Ich habe gesagt, dass ich reden werde. Antworten habe ich nie versprochen.« Durch seinen Griff musste ich beinahe würgen, als er ihn noch weiter zuzog. Doch er wurde nicht wütend durch meine Provokation. Stattdessen fing er an zu lachen. »Ich wusste, dass du clever bist, Bursche. Wieso hattest du es vorhin so treffend formuliert? Erzähle ihm nichts von meinem Vater. Er will dich als Köder verwenden.« »Nun, das hatte ich auch vor. Wenn du nicht bald redest, wird Stegi es an deiner Stelle tun. Oder er wird grausig leiden müssen. Er ist mir egal und jemandem, der den Leuten hier das Essen bringt, finden wir alle mal wieder.« »Nein!« Instinktiv holte ich aus, um Nummer 0 das gehässige Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Doch er reagierte unerwartet schnell. Zentimeter vor ihrem Ziel blockte er meine Faust mit einer Leichtigkeit ab, die mich erstaunt aufatmen ließ. »Wir haben lang genug nach deinen kindischen Regeln gespielt, Tim. Jetzt klären wir das nach unserer Vorstellung. Mich auf meine körperliche Stärke zu verlassen, war ein Fehler gewesen. Das realisierte ich spätestens jetzt. Nummer 0 musste irgendeine Form von Kampfsport beherrschen, denn durch einen einzigen gezielten Ruck seiner Hand traf eine Schwachstelle an meine Kehle. Es tat nicht weh und geschah so blitzschnell, dass ich kurzzeitig nicht wusste, wie mir geschah. Meine Beine knickten ein und ich fiel vornüber in seine Arme. »Sie dürfen Stegi nicht wehtun«, war mein letzter Gedanke vor der Ohnmacht. Ich wachte davon auf, dass mein Bett leicht schwankte. Stöhnend drehte ich meinen Kopf zur Seite und war plötzlich wieder hellwach. Nummer 0 hatte gesagt, er würde Stegi wehtun, bis ich endlich aussagte. Vermutlich gleich ich meinem Vater weniger als ursprünglich gedacht, denn den Gedanken daran, dass der Kleine wegen mir leiden musste, schnürte mir das Herz zusammen. Dann würde ich ihnen lieber alles erzählen, was sie wissen wollten. Ich hob meinen Kopf und sah den blonden Jungen zu meinen Füßen sitzen. Er zitterte. »Sie hatten doch wohl nicht...« »Stegi, geht es dir gut? Haben sie dich verletzt?« Er horchte auf, schüttelte dann aber krampfhaft lächelnd den Kopf. Und ich sah zum Glück auch keine Wunden oder ähnliches. »Wir mussten hier dringend weg.« »Wie spät ist es? Ist es schon abends?« fragte ich nervös. Ein Blick auf Stegis Hände, die wieder einmal einen Teller umklammern, verriet mir alles, was ich wissen brauchte. Es war soweit. Der Moment der Wahrheit. »Machst du mich los?« bat ich ihn, und zögerlicher als sonst reagierte er. Beiden Fußfesseln stockte er und schien mit sich selbst zu ringen. Doch schließlich löste er auch sie und ich setzte mich auf und zog ihm an die Bettkante. Er schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein. »Du hör mal, vertraust du mir?« »Ja, Tim. Wirklich?« »Ja«, hauchte er tonlos. Das reichte mir als Bestätigung. Stegi sah mir irritiert zu, wie ich zielgerichtet die Technik von den Wänden pflückte, als Haufen auf den Boden warf und mit einem knirschenden Geräusch zertrat. Da es kein Lautsprecherton und keine Elektroschocks kam, nahm ich als gutes Zeichen, dass sie tatsächlich schon ausgeschaltet gewesen waren. Dann fasste ich nach seinen warmen Händen. »Komm mit, ich bring uns hier raus.« Ohne seine Antwort abzuwarten, zog ich ihn vom Bett hoch, hetzte zur Tür, stieß sie auf und stürmte hinaus. »Tim, warte!« rief Stegi hinter mir, doch ich hörte ihn schon gar nicht mehr. Dafür rauschte das Blut viel zu heftig in meinem Körper. »Wo lang müssen wir?« »Links.«
Die nächsten Minuten rannten wir nur, sprachen einzig und allein, um uns zu koordinieren und den Wachleuten auszuweichen. Den nächsten Gang entlang und danach noch ein. Unzählige angrenzende Räume zu beiden Seiten, an denen mit weißer Farbe Nummern geschrieben standen. Es war ein natürliches Labyrinth und alles, was ich tun konnte, war Stegis Vertrauen, dass er sich in einem Wirrwarr aus Wegen zurechtfand und uns nicht früher oder später in eine Sackgasse oder sogar im Kreisraum führte. Aber er zögerte nicht einmal an einer Abzweigung. Erst als ich um eine Ecke bog und vielleicht 100 Meter vor mir einen Aufzug sah, weigerte er sich plötzlich, mir auch nur noch einen Schritt weiter zu folgen. Mit aller Kraft stemmte er sich entgegen der Laufrichtung und brachte mich zum Stoppen. »Tim, halt an! Bitte!« »Was ist los?« keuchte ich mit Seitenstechen, drehte mich zu ihm um und sah, dass er Tränen in den Augen hatte. »Schau, da vorne ist schon unser Ziel. Ich trag dich auch, wenn du nicht mehr kannst. Gleich sind wir frei. Dann können wir zusammenleben, wenn du möchtest. Ich nehme dich mit zu mir nach Hause und ich werde nie wieder jemand herumschubsen.« Es tut mir leid, Tim«, flüsterte der Kleine erstickt und führte etwas hinter seinem Rücken hervor. Einen kleinen schwarzen Kasten mit mehreren Knöpfen darauf. Sein Daumen lag auf dem größten von ihnen. »Ich muss es tun.« In dem Moment, als er zudrückte, ging lauter Alarm los und aus der Ferne hörte ich mehrere Leute durcheinander rufen. »Was? Warum?« fragte ich entsetzt. Stegi schluckte. »Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Du bist mein Freund, Stegi.« »Nein, ich bin Nummer Null.« Seine Enthüllung verschlug mir die Sprache, während meine Gedanken gegen seine Worte protestierten. Das konnte nicht sein. Stegi war nicht Nummer Null. Das war lächerlich. Er schien das Rattern in meinem Kopf wie ein offenes Buch lesen zu können. Es stimmt. Der Mensch, den du als Nummer Null kanntest, existiert so nicht. Er ist ein normaler Mitarbeiter. Wie Henry oder Kowalski. Ich sollte dein Vertrauen gewinnen. Es war alles bloß ein einziger großer Fake. Ich weigerte mich noch immer, das zu glauben. Das war eine Lüge. Es war einfach unmöglich. Oder? Es tut mir so leid, Tim. Von beiden Seiten stürmten jetzt bewaffnete Männer in Schutzanzügen heran. Gelähmt vor Panik schaute ich ihnen entgegen, ließ mich auf die Knie stoßen, die Hände auf den Rücken pressen und abführen. Mit leeren Augen vorbei an dem Blonden, der sein Gesicht schluchzend in den Händen verborgen hielt und immer wieder kurz zusammenzuckte. »Warum? Warum hatten wir nicht gemeinsam flüchten können und ein Leben außerhalb dieses Wahnsinns geführt?« Kapitel 19. Ich muss wahrscheinlich nicht erst erklären, dass ich sehr enttäuscht von dir bin, Nummer Null. Ich hatte dir die Chance gegeben, um dich zu beweisen. Und sieh da, wie du sie vergeudet hast. Ein Insasse wäre beinahe ausgebrochen und du hast ihm dabei geholfen. Und hör auf zu heulen, dass man sich hier auch auf niemanden verlassen kann. Du bist entlassen, Nummer Null. Auf deine Hilfe kann ich gerne verzichten. Ja. Jawohl, Sir. Kowalski. Jawohl, Sir. Ich erteile Ihnen hiermit wieder die Erlaubnis, in den Dienst für Nummer 374 zu treten. Kümmern Sie sich bitte bald um eine Verbindung zu seinem Vater. Von mir aus auch öffentlich. Und tun Sie alles dafür, dass bald die Kohle fließt. Dieser Junge wird immer mehr zu einem Sicherheitsrisiko für uns. Dürfte ich denn eine Bitte äußern, Sir? Was wünschen Sie denn? Ich würde Nummer 374 gerne das Venuswagengift verabreichen wollen. Nur 3 Tropfen. Keine lebensbedrohliche Dosis. Erlaubnis gewährt. Ab morgen können Sie mir die machen, was auch immer Sie zu tun gedenken. Danke, Sir. Gute Nacht. Kapitel 20. Eine ganze Nacht hatte ich zum Überlegen Zeit. Noch wurde ich nicht für mein Vergehen bestraft. Noch. Ich wettete, dass diese Mistkerle noch richtig gemeine und schmerzhafte Sachen an mir testen wollten. Angedeutet hatten sie ja vieles,
und einiges davon hatten sie sicherlich nicht nur als leere Drohung gemeint. Ich bekam Durst. Ob ich jetzt überhaupt noch so etwas wie Frühstück bekommen würde? Gab es denn einen wirklichen Küchenjungen hier, dem Stegi nur für die wenigen Tage den Job abgenommen hatte? Bei den Gedanken an ihm flammte ein Wort in meinem Kopf auf. Verräter. Ja, das war er. Ein verfluchter Verräter. Und das dachte ich nicht zum ersten Mal. Alles, was ich überlegte, drehte sich in einer Dauerschleife im Kreis und führte am Ende wieder zu demselben Punkt. Zu Stegi, dem Verräter. Sein Geständnis machte jetzt absolut perfekten Sinn für mich. Ich hatte nur aufhören müssen, mich an ihn und unsere haarfeine Verbundenheit zu klammern. Dann war mir alles klar geworden. Natürlich war es möglich, dass er mich von Anfang an belogen hatte, dass er sämtliche Emotionen nur gefaked hatte, um sich mein Vertrauen zu erschleichen. Verräter. Dass er den zweiten Nummer 0 nur benutzt hatte, um sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Verräter! Es war alles so logisch gewesen. Beinahe hätte ich vorhin bei dieser Erkenntnis angefangen, laut zu lachen. Über meine Naivität und Dummheit. Nur leider war die Situation nicht im geringsten komisch. Also war der Lachkrampf ebenso schnell erstickt, wie er meine Kehle nach oben gedrungen war. Vielleicht wurde ich jetzt auch schon verrückt. Vorhin hatte ich schwören können, dass die Lüftung wieder eingeschaltet worden war. Aber kein Gas war in meinen Raum geströmt. Geräusche einbilden. Na, das fing ja gut an. Wieder unterdrückte ich einen Gefühlsausbruch. Vermutlich wäre es eine Mischung aus wahnsinnigem Lachen und zeitgleich steinerweichendem Weinen geworden. Seine Emotionen wegzusperren. Wegzuschließen. Das tat weh. Genauso wie Stegis Verrat. Verräter. Wütend auf mich selbst presste ich mir die Hände auf die Augen. Wenigstens war ich nicht wieder gefesselt worden. Nur eines meiner Beine hatten sie unter meiner heftigen Gegenwehr in einen der Metallringe zwingen können. Der Rest würde sicherlich bald nachfolgen. Also genoss ich dieses winzige bisschen Freiheit, solange ich konnte. Ob ich je wieder richtige Freiheit erfahren würde? Die Tür quietschte, aber ich blickte nicht auf. Saß nur wie zu Stein erstarrt am Bettende und starrte Löcher in den Boden. Hastige Schritte trippelten auf mich zu. Er? Dass der sich noch traute, hierher zu kommen? Verräter! Tim? Tim, es tut mir alles so leid, ich habe mich falsch entschieden. Die wollen dich jetzt wieder mit diesem Gift behandeln. Ich habe den Chef und Kowalski belauscht. Aber keine Angst, ich habe mich ins System geschlichen und einen Breakdown eingeleitet. In einer Minute ist hier alles aus und wir kommen hier weg. Diesmal wirklich. Bitte nimm mich mit dir. Bitte vertrau mir. Tim? Ich reagierte immer noch nicht, aber einzelne Wortfetzen erreichten mich trotzdem. Breakdown. Wir kommen hier weg. Vertrau mir. Nein, nie wieder. Verräter. Tim, sag doch was. Bitte. Jammerte Stegi und trat noch näher zu mir. Mein Blick glitt zur Seite, zur Fußwessel und er verstand. Ach so, kein Problem, ich hab die Schlüssel noch. Fahrig kramte er das winzige Ding hervor und schloss auf. Ich sah ihn noch immer nicht an. Was ist los, Tim? Es tut mir wirklich leid. Bitte glaub mir. Stegi, nuschelte ich leise. Er horchte auf und umklammerte meine Hände mit seinen warmen, zitternden Fingern. Verräter. Vorsichtig fuhr ich die weiche Haut mit meinem Daumen nach. Geistesabwesend, den Blick auf meinen Schoß gesenkt. Wir hätten gute Freunde sein können, aber das war vorbei. Er hatte mich hintergangen, Verräter. Tim? Langsam ließ ich unsere verschränkten Hände auf meine überschlagenen Beine sinken. Eine Träne von ihm platschte von oben herunter und auf seinen Handrücken. Nur noch wenige Sekunden. Dann ging wahrscheinlich auch wieder der Alarm los. Auch ich hatte einen Plan, aber keinen, der Stegi beinhaltete. Mit vorsichtigem Druck zog ich seine Arme noch weiter hinunter, an den Innenseiten meiner Oberschenkel entlang. Tim? Was? Blitzschnell schnappte das Metall unter mir zu
und ich entfernte mich von dem Blonden. Erschrocken schaute er auf seinen gefesselten Unterarm, dann zu mir auf. Auf seinen Wangen glänzten Tränen. »Warum?« flüsterte er. Ich begann breit zu grinsen. »Das hast du verdient, Verräter!« Zeitgleich gingen mit einem Schlag die Lichter aus und ein durchdringender Ton erschallte von draußen aus den Fluren. Mein Zeichen. Ohne einen Blick zurück öffnete ich die Tür und lief los. Kapitel 21. Irgendwie erinnerten mich diese Momente an meinen Albtraum. Überall leuchteten die roten Lampen und mein Adrenalin dämpfte das laute Warnsignal weitestgehend. Der Weg zum Aufzug war mir wie ein bunter Wollfaden in mein Gehirn eingebrannt. Ich zögerte nur zweimal, doch erkannte die richtige Richtung beinahe sofort wieder. Nur noch eine Minute, dann war ich bei dem Aufzug. Ich bog um die nächste Ecke und stolperte sofort zurück in Deckung. Da stand der falsche Nummer 0 und unterhielt sich mit einem weiteren Mann, den ich nicht kannte. Der Alarmton hatte bereits nachgelassen, weswegen ich genau verstand, worüber die beiden miteinander sprachen. »Ich weiß ganz genau, dass Nummer 0 an dem Rad auch schuld ist. Sie werden hier entlangkommen, und dann erwarte ich, dass sie ihrer Arbeit nachgehen und genau das tun, warum ich sie gebeten habe.« »Und was ist, wenn es doch ein technischer Defekt ist? Nummer 0 sollte doch mittlerweile in seiner alten Zelle sitzen, Sir.« »Aber genau das tut er ja nicht. Er ist mit Nummer 374 auf dem Weg hierher. Machen Sie sich bereit. Ich werde selbst ebenfalls auf die Suche nach Ihnen gehen. Wenn ich Nummer 0 erwische, war er die längste Zeit unser Mitarbeiter gewesen.« »Was haben Sie vor, Sir?« »Venuswagengift. Kowalski brennt förmlich schon darauf.« »Wie Sie meinen, Sir?« »Gift? Kowalski?« »Nein, dann schwebt die Stegi mit jeder Sekunde, die er länger hier blieb, in höchster Lebensgefahr. Er mochte mich verraten haben, aber den Tod hatte er deswegen nicht verdient. Dann lag es an mir, meinen Fehler jetzt wieder gut zu machen. Es war praktisch Selbstmord, falls ihr dem zweiten Mann begegnen sollten, da ihr patrouillieren wollte, aber der Gedanke, dass ihr den Kleinen vergiften wollten, traf die Entscheidung ohne meine Bedenken. Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte denselben Weg zurück, den ich gekommen war. Wie nicht anders erwartet, befand Stege sich immer noch in meiner Zelle. Er hatte sich nicht selbst losschließen können, da er die Schlüssel beiseite geworfen hatte, nachdem er mich befreit hatte. Er hatte sich auf dem Boden neben die Pritsche gekniet, den gefesselten Arm weit von sich gestreckt, sein Gesicht in den Ärmeln seines Pullovers vergraben. Ich konnte mir nur denken, dass er weinte. Er hatte jetzt wirklich alles riskiert, nur um dann zurückgelassen zu werden. Naja, sein Glück, dass ich das Gespräch gehört hatte. »Hilf mir! Welcher davon ist der richtige Schlüssel?« drängte ich ihn, nachdem ich zu ihm geschlittert war und jetzt eilig die 10 winzigen Schlüsselchen an dem Bund untersuchte. Sein verheultes Gesicht rockte hoch zu mir, die Brille saß ihm furchtbar schief auf der Nase und seine Haare standen in alle Richtungen ab. »Tim?« fragte er hoffnungsvoll. Dann sah er mir bei meinen verzweifelten Versuchen zu, die Gezackten mit Halbplättchen in das Schloss zu zwängen. »Zweiter von hinten!« Der Verschluss sprang auf, ich packte den Kleinen bei der Hand und zog ihn wie schon gestern hinter mir her. »Wir werden schon gesucht von dem Dicken mit Krawatte«, berichtete ich keuchend und spürte, wie Stegis Finger sich verkrampften. »Der Chef, dann müssen wir uns beeilen. Warum hast du...« »Die wollen dich umbringen. Ich lasse das nicht zu.« Das musste vorerst reichen, und er stellte auch erstmal keine weiteren Fragen. Vielleicht würden wir beiden doch irgendwann noch Freunde werden. Irgendwann, wenn ich wusste, dass seine Gefühle kein Fake mehr waren. Der Rückweg zum Auszug war nervenaufreibend. Mehrmals mussten wir auf Umwege ausweichen, weil wir sonst erwischt worden wären. Manchmal war es so knapp, dass ich hätte schwören können, sie hätten uns gesehen. Aber niemand lief uns nach. Niemand hielt uns auf unserem Weg auf. Das Ziel war schon zum Greifen nah. Nur noch 2 Flure, nur noch einer. Seltsam falschen Nummer 0 fehlte jede Spur. Und dann bogen wir endlich erschöpft in den letzten Abzweig. Gleich waren wir frei. Wir schauten einander an, nickten und stürmten los.
100 Meter. 80 Meter. Die Hälfte war geschafft. 20 stehen bleiben. Sofort. Kapitel 22. Kein Schritt weiter. Erschrocken wirbelten wir herum und standen dem zweiten Nummer Null gegenüber. Seine Finger klammerten sich krampfhaft an eine Pistole, die er jetzt auf mich richtete, während er näher kam. Beinahe instinktiv schnellten meine Hände hoch und hinter meinen Kopf. Jetzt saßen wir in der Falle. Links und rechts erstreckten sich Landschaften aus Kabeln, Maschinen und Anzeigen mit blinkenden Lämpchen. Kein Entkommen, außer der Aufzug hinter uns. Vorsichtig machte ich einen winzigen Schritt zurück. »Stehen bleiben, habe ich gesagt!« rief er uns entgegen. Der Lauf seiner Waffe zitterte deutlich, als er mein Herz fixierte. »Thomas, sei vernünftig. Du musst das nicht machen. Wie lange lebst du schon hier unten? 10 Jahre, richtig? Komm mit uns und lass das alles hinter dir!« versuchte Stegi ihn zu beschwichtigen. Doch der Mann schüttelte entschlossen den Kopf. »Du hast mir nichts mehr zu sagen, Nummer Null. Geh mir aus dem Weg!« Vielleicht 10 Meter vor uns kam er zum Halten. Im Angesicht dieser neuen und beinahe greifbaren Gefahr wirbelten meine Gedanken umher wie in Wellengang auf hoher See. Hätte ich nur versucht, mit ihm ein ähnliches Verhältnis wie zu dem Blonden aufzubauen, dann wäre er jetzt vielleicht eher zu einer Kooperation bereit gewesen. Aber Stegi gab im Gegensatz zu mir noch nicht auf. Langsam bewegte er sich auf seinen ehemaligen Mitarbeiter zu. »Bitte denk nach. Du wirst ausgenutzt. Wir alle werden das. Und hast du für deine Dienste jemals eine angemessene Belohnung erhalten? Die sperren uns auch ein und lassen uns nicht mehr die echte Welt sehen.« Der erste Schuss löste sich. Ich presste meine Hände auf meine Brust und krümmte mich leicht von über und wartete auf die Schmerzen. Aber nichts passierte. Verwirrt blinzelte ich und sah noch, wie Stegi mit einem wimmernden Laut seinen Arm sinken ließ. Von seinem Pulloverärmel begann Blut zu tropfen und stetig anwachsende rote Flecken auf dem Boden zu formen. Er hatte die Kugel für mich abgefangen. Jetzt zitterte die Hand des Mannes so stark wie Laub im Sturm. Mit aufgerissenen Augen blickte er auf die Wunde, die er verursacht hatte. Der Junge blieb noch immer standhaft, schaute zu ihm auf und taumelte noch näher zu ihm. »Hör auf! Lass uns gehen!« Der nächste Schuss. Der Mann namens Thomas hatte schon gar nicht mehr gezielt und ich hoffte bereits, dass die Kugel irgendwo in der Wand hinter uns eingeschlagen war. Doch dann hörte ich Stegi husten, gequält und mit einem ekelhaft klebrigen Klang. Bevor er auf dem Boden aufschlug, war ich auch schon bei ihm, fing ihn auf und untersuchte ihn hektisch. Direkt mittig in seinem Oberkörper befand sich die Eintrittswunde. Er verlor so viel Blut. Egal, was ich tat, um es zu stoppen. Nichts half und mein Freund wurde mit jeder Sekunde sichtlich schwächer. Lautes Scheppern und die fliehenden Schritte sagten mir, dass der Typ die Waffe hatte fallen lassen und jetzt wie ein Feigling davonrannte. Ich brauchte Hilfe. Stegi brauchte Hilfe. Der Blonde lag im Sterben und ich konnte nichts für ihn tun. Tim, hauchte er unter einiger Anstrengung. Lass mich bitte nicht zurück. Ich will einmal die Sonne sehen. Würdest du das für mich möglich machen? Stumm und überwältigt nickte ich, hob ihn unter den Knien und am Rücken nach oben und trug ihn zum Aufzug. Hinter mir hörte ich in einiger Entfernung lautes Rufen. Lange würde unser Fehlen nicht mehr unentdeckt bleiben. Vorsichtig verlagerte ich kurzzeitig Stegis Gewicht, schlug entschlossen auf die Armatur mit dem Pfeil nach oben und ratternd setzte sich der Metallkasten in Bewegung. Dann galt meine ganze Aufmerksamkeit wieder meinem Freund. Sacht strich ich ihm die langen Haare aus der Stirn und versuchte vergeblich, meine Tränen zurückzuhalten. Ich war schon seit so vielen Jahren nicht mehr an der Oberfläche. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist das Meer. Ist das nicht seltsam? Ich kann dir keine Pflanzen benennen und weiß nicht, wie sich Regen oder Wind anfühlen.
oder wie die Sonne aussieht. Aber das Meeresrauschen und den Salzgeruch habe ich nie vergessen. Und das, obwohl ich dir nicht sagen kann, wann ich einmal dort gewesen war. Ich erinnere mich sogar, wie Wellen aussehen. Jetzt gerade müsste sie untergehen. Die Sonne. Keine Angst, Stegi. Wir werden sie nicht verpassen. Versprochen, versicherte ich ihm. Aber in Wirklichkeit war nur ich es, der Angst hatte. Ich wollte ihn nicht verlieren. Wir waren doch schon so nah am Ziel gewesen. Er konnte mich jetzt nicht alleine lassen. Nicht so kurz vor dem Ende. Der Kleine lächelte. Sein Körper bebte immer mehr und ich bildete mir ein, seine Lebensenergie bereits schwinden zu spüren. Es ist okay, meinte er zuversichtlich. Dann halte ich dich nicht länger auf. Du musst es schaffen, ich bin ein Fremdkörper in der richtigen Welt. Es hätte auch so keine große Hoffnung für mich gegeben. Sag das nicht. Du bist für mich kein Hindernis. Du bist mein Freund und ich hätte immer auf dich aufgepasst, protestierte ich. Er blinzelte glücklich. Das wäre schön gewesen. Der Fahrstuhl brauchte auffällig lange. Ich wusste nicht, ob ich dafür dankbar sein sollte. Einerseits würden mir so einige Augenblicke zum Abschied bleiben. Andererseits konnte ich Stegi vielleicht seinen letzten Wunsch nicht mehr erfüllen. Doch meine Sorge stellte sich als unbegründet heraus, als sich die Türen öffneten und ich ihn durch eine Art verlassenen Minenschacht noch das letzte Stück nach oben trug, strahlte der goldene Feuerball uns noch entgegen, scheinbar nur noch wenige Zentimeter von einer fernen Bergkette entfernt. Die blaugrünen Augen des Kleinen weiteten sich erstaunt, als er seinen letzten Sonnenuntergang beobachtete. Nicht eine Sekunde wandte er den Blick ab. Wunderschön, flüsterte er. Behutsam setzte ich ihn auf dem Erdboden ab und lehnte seinen Rücken an meinen Schoß, damit er weiterhin alles betrachten konnte. Das Naturschauspiel dauerte viel zu kurz. Wenn man es gewohnt war, erkannte man irgendwann nicht mehr die Schönheit in solchen Dingen. Doch auch ich sah das alles durch neue Augen. Für mich waren es nur 1,5 Wochen gewesen und für Stegi mehr als 1 Jahrzehnt. Er sah aus, als könne er sich an den Sonnenstrahlen und den rosa Wolken darüber niemals satt sehen. Aber mit jedem Stück, das die leuchtende Kugel am Himmel überfand, wurden seine Augenlider schwerer und seine Atmung immer langsamer. In dem Moment, als die Gans hinter den Bergspitzen verschwunden war, hauchte er sein Leben aus. Epilog. Der Weg bis zum nächsten Dorf war nicht allzu weit gewesen, aber helfen wollte mir dort anfangs niemand. Dazu war ich so blutüberströmt gewesen und die meisten hatten Angst, dass ich ein kaltherziger Mörder sein könnte. Einer hatte dann doch Erbarmen mit mir gehabt und mich meinen Vater anrufen lassen. Ihr glaubt nicht, wie erleichtert er war, von mir zu hören. Innerhalb von wenigen Stunden war dann auch schon einer von seinen Bekannten da, um mich abzuholen. Und obwohl ich mit meinem Wissen über die Organisation dabei half, alle auffindbaren Mitglieder verhaften zu lassen, war ich nie stolz auf mich oder besonders glücklich über meine erfolgreiche Flucht. Alle diese Ereignisse wurden stets überschattet von Stegis Tod. Ich hatte ihn unbewusst wirklich lieb gewonnen. Er hatte mir über die schrecklichen Foltern geholfen und war mir ein Lichtblick gewesen in der Finsternis dort unten. Er war mir wie ein kleiner Bruder vorgekommen. Und für seine Hilfe wollte und würde ich ihn noch nie vergessen. Das war ich ihm schuldig dafür, dass er mich gerettet hatte. Auch seiner Familie wollte ich deshalb einen Besuch abstatten. Stegis voller Name, Geburtsdatum, Wohnadresse seiner Eltern. Alles das hatte dort unten in fetten Akten geschlummert, und es war wohl das Beste, Herrn und Frau Penzel darüber zu informieren. Laut den Berichten der Organisation wussten sie nicht einmal, dass er im Alter von 1,5 Jahren, als er schwer erkrankt war und sie ihn in ein Krankenhaus gebracht hatten, noch am Leben gewesen war. Sie waren tränenreich vertröstet und Stegi heimlich dem Chef untergeschmuggelt worden. Das Ganze schien eine Art Racheakt für etwas gewesen zu sein, jedoch ohne genauere Angaben, warum und wozu. Ob die beiden wohl ab und zu noch um ihn trauerten oder ihren Sohn mittlerweile vergessen hatten? Das würde ich wohl gleich herausfinden, sobald ich bei ihnen geklingelt hatte.
Das war Broken Trust. Eine Deckspin-Fanfiction von Pharaotix. So, Glückwunsch einmal an alle Leute, die sich das bis zum Ende angehört haben. Es ist halt sehr lang gewesen, also die Aufnahmezeit war weit über 2 Stunden, würde ich mal vermuten. Aber halt nicht alles am Stück. Jedenfalls, ich weiß, es sollte eigentlich was anderes kommen, aber ihr kennt mich, ich habe keine Upload-Pläne, offensichtlich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe den Namen Pharaotix jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut's mir echt leid. Aber ich setze mich dann vermutlich demnächst mal an das eigentliche Video oder doch nochmal an ein anderes. Wer weiß das schon. Aber ja, da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Kritzelkiste vorbei, schaut bei Pharaotix vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!